Als Juhu. Nant, gell? Ja, das werden wir jetzt nicht probieren. Ich will nicht erklären. Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Star Citizen Stream. Mit ein paar Verrückten hier, wie immer. Mal schauen, ob ich ausgerüstet bin. Wir werden heute mit der Valkyrie eine Infiltrationsmission machen, damit wir wieder ein neues Spiel ausprobiert haben. Bin ich gespannt. Aber mein Helm ist ein bisschen gewachsen. Mal schauen. Ausgerüstet habt ihr ja. Wenn ich mal drin bin. Ja, schaut ja gut aus. Oh, das ist immer, wenn ich rein. So, first come, first serve. Ich kann jetzt den Platz raussuchen. Ne? Oh ja, ist das Schiff schon gespawnt. Wohin müssen wir? Schnell. Ja, auf D10. Auf D10. Was? D10? Ja. Ah, okay, wir sind ja schon auf D. Sehr gut. Und meine Waffe ist noch da. Ja, ich muss noch schnell einen Madband kaufen. Meine ist auch noch da. Und nimm mir mit, Susanna. Ja. Ich hab ja noch welche. Ja, wunderbar, bin drin. Also, was war das? Wohin muss ich? D10. Ich weiß. Hallo Hawkins. Sieht aus, wie wenn die Leute da hochgekrabbelt kommen. Gut, ich bin auf B. Das heißt A, B. Ja, gleich. Schräg gegenüber. Ich hab jemanden drin zurückgeschützt, wie im oberen war ich schon. So. Zuerst noch meine. Die ist ja voll winzig, ich habe mir die viel größer vorgestellt. Ja eben, da 85x geht da nie rein. D10, oder? Ich sag's jetzt nicht nochmal. Doch, ja sorry, ich war gerade mit Waffen beschäftigt. Ist D10. Ja, jetzt habe ich's auch gehört. Ich seh euch schon. Ja, ja. Die gute alte Valkyrie. Gut, da kann man sich zumindest nicht verlaufen. Ich komme mit meiner Dragonfly, also mit einem Motor, einem Zweisitzer. Das wenn er sagt, wir sollen was einpacken zum Fahren. Den ja, willst du schon anbieten, oder? Ja, warum nicht? Wenn wir Platz haben. Hi, Captain. Bitten an Bord zu kommen. Zu dürfen. Oh mein Gott. Ist das eigentlich Selbstüberschätzung, der Name Admiral Norrington? Ja. Sehr das gut. Das ist mein Ingame-Name schon seit Jahren eigentlich. Ja, das hat er noch aus Kindergartenzeiten, da ist er immer mit seinem Matchbox-Flugzeug herumgeflogen. Ah, das ist das Schiff, wo oben idiotischerweise keine Glaswände drin sind, gell? Beim Bett. Ey, wie macht man die Seitenwand auf? Indem man... Einfach aufmachen, ganz normal. Oh, Tür hinschauen. Wenn ich ja... Ah, schießen kann ich ja noch nicht, okay. Oh, nice! Gunner! Ja, willst du gesagt, in den oberen Turm? Interessanterweise sehe ich euch nicht einmal vom Namen her. Tada! Ha! Also kaum ein neues Schiff da. Und dann wuseln die Leute voll rum. Oh, was ist da? Oh, was ist da? Mama, wo geht's da hin? Ja. Soll ich die Dragonfly abstellen, also den Motor ausstellen oder besser nicht? Ich glaube, abstellen wäre besser. Sonst weiß ich nicht, was passiert. Ah, das war's schon, da geht's nicht. Da geht's nur einmal im Kreis, Koro. Okay, mach's wieder an, mach den Motor wieder an. Echt viel Platz, gell? Ich bin rausgepackt, Hilfe! Ja, die ist jetzt runter. Ja, die ist jetzt runter, ich kann sie auch nicht mehr benutzen. Ja, gut, dann lassen wir die hier. Ja, gut, okay. Das ist da drüben, Feuer! Wir machen echt Fun. Sind jetzt alle hier? Nein, fliege mal einen Meter in die Höhe, ich komme nicht raus. Der rote Prospektor, das ist mal ganz kurios. Ich steck voll fest. So, Moment, schon zu. Ich blocke gerade einen Active Flight Bay. Ich mag nicht schon wieder eine Bugstrafe kriegen. Die sind teuer. Sind die in die Remote Turrets oder nicht? Oder sind das gar keine Remote Turrets? Doch, die sind das. So, jetzt muss ich noch einsteigen. Ja, aber ich hab's jetzt nicht geschafft, das einzuschalten. Ja, wie soll ich da jetzt raufkommen? Und noch runter ein Stück, noch ein bisschen. Runter, wunderbar. Was ist jetzt mit dem Fahrzeug da? Nimmst du das nicht mit? Nein, das packt weg, wenn ich's reinstelle. Ach so, du musst es, darfst es nur auf Cargo Space stellen. Ja, mit der Nox hat es genauso rumgespackt, wo wir es versucht haben reinzupacken.
Mit dem Rover, da wollte er jetzt nicht warten, sonst hätte ich jetzt den Rover gespawnt. Hallo, danke, Camilla. Hallo, hallo, hallo. Ja, schon. Ist da noch irgendwo ein Turret? Hallo, Nebelwolf. Ich weiß jetzt nicht, was besetzt ist. Also oben ist einer, unten ist besetzt. Ein Prime oben besetzt. Rechts ist das Ding noch nicht besetzt, der Auto-Turret, der Auto. Ich hab den Drohnen gefunden, ich setze ihn mal auf die Toilette, nein, besser nicht. Ich habe mir übrigens erst das Commercial angesehen von diesem Ding. Sieht heftiger aus, das Commercial. Ich glaube, das hat EPS auch überzeugt. Ja. Aber der obere Turm ist ein bisschen für den Arsch. Habt ihr die Mission schon angenommen? Ich glaube, wir müssen das nur hören. Nein. Sehe ich auch nicht. Stimmt, wir müssen das ja machen. Das heißt, ich bediene dann. Open ja. Door. Die Tür, ja. Hallo, Viking! Nicht exit. Ja, gerade Quantenstreifenschlüssel. Gerade beim Sprung, bin noch da. Bin ja. noch da. Das hätte jetzt echt. War knapp, aber ich bin da. Eigentlich müsste man da immer sich hinsetzen, oder? Ansonsten wird man ja durchs Schiff geschleudert. Aber was kostet denn die eigentlich in echtem Geld? Die gibt's momentan nicht. Ich upgradet hab. Ja, ich schau dann noch vor. Ganz genau, Alpha. Stimmt, ist in der. Ganz genau, Nebelwolf. Ist in der Alpha. Ja, ausschauen tut sie schon echt schick, gell? Weil die Mole ist ja schon 315 jetzt. Ja, mit den Preisen, gell? Spinnen schon ein bisschen, aber gut. Ja, es dient zur Unterstützung des Spiels. Selbst wenn alle Schiffe 500 kosten würden, man muss sie ja nicht holen. Ja. Dragonfly und ist auch so, die, wo sich Konzepte ganz am Anfang geleistet haben, die haben so einiges billiger gekriegt, als jetzt wert sind. Zum Beispiel die Carrick ist jetzt bei 575 oder sowas. Also die sich zu Anfang Carrick die um 350 kriegt, glaube ich. Seinerzeit. Habt ihr die Remote-Turrets besetzt? Ja, also ja, ich bin nur gerade abgestiegen. Okay. Wegen der Mission, die müssen wir noch alle annehmen, oder? Na, die müssen nur einen annehmen und dann scheren, aber wir müssen die erstmal finden. Ah, okay. Ich habe die gestern halt immer auf Hörsten angenommen. Ah, okay. Verstehe. Remote-Turm ist besetzt. War das die Mission, an der wir gestorben sind gestern Abend? Nee. Die Mission habe ich alle alleine gemacht. Wo ich zweimal gestorben bin, aufgrund von Bugs. Ja, sieht super aus, Nebelwolf. Also wie gesagt, rein von der Optik, das Spiel schon fein. Wo aktiviere ich den Remote Turret? Wie sieht's drinnen und kannst du den einschalten? Achso, und zwar oben rechts, der zweite rechts. Knopf. Ja, jetzt sehe ich's, danke. Wir sollen mit U gehen, oder? Mit Power On. Aber fehlt halt Inhalt. Ihr müsst euch das so vorstellen, alle die zusehen, es ist ein Spiel, wo jetzt die ganzen technischen Dinge erledigt werden, wie Fliegen, Mechaniken, Weltraum, Gravitation, Waffenhandling, bla 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 bla. Das wird alles ready gemacht für Squadron 42. Und Squadron 42 ist dann die Kampagne, die Singleplayer-Kampagne. Wenn alle Mechaniken, die es braucht, wie Cargo System und Server, bla 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 bla, denkt euch ganz viel aus, wie Gunhandling und so weiter, dann wird das alles eingepflegt in Squadron 42 und dann ist Squadron 42 mit der Kampagne ready to go. Star Citizen als Universum, als MMO wird noch lange dauern. Werden dann auch die Inhalte auf dem Antarktis-Kanal kommen. Auf dem Arktika-Kanal, ja natürlich. Da wird es auch kommen. Also die Streams, die kommen sowieso von Star Citizen immer da nochmal zum Anschauen. Und ist kein Thema. Wegen Autokorrektur. Ich denke nicht, ich schaue zu anderen. Was? Ja, es funktioniert. Also mal schauen. Ja, also jetzt schon mehr Spaß als in Battlefield 5. Muss man leider sagen. Aber mei. Ja, du hast eine gute Übersicht, ne? Weil da kannst du voll den Boden behaken. Ja, ich glaube, das ist ja auch Sinn und Zweck des Dropships, wa? Was? Definitiv. Ja. Granatenwerfer oder so. Ich wollte dir gerade nachschauen, was die Valkyrie kostet. Aber nachdem es momentan gerade nicht gibt, brauche ich eine andere Seite. Blackmarket.com. Sehr Black. Zu viel. Ja, viel zu viel. Oh, ist auch mal aufgefallen, jeder, der in den Türmen sitzt, der kann zum Beispiel, hat hier bei der Valkyrie die Möglichkeit zu sagen, 15 Grad oder 50 Grad. Da hat nämlich oben eine Markierung.
50 ist zum Beispiel links und minus 50 ist rechts. Bis zu. Achso, hier weißt du die Koordinaten da. Ja, genau, dann kannst du bis zu 160 Grad oder kannst du dich drehen, dann weißt du der andere im Turret immer, wo der Feind ist. Ja. Wenn also, das auf 7 Uhr. Das geht aber nur an den Turmen, also in den bemannbaren Turmen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, weil wir haben ein Display, die im Remote haben kein Display, die sehen ja nur das Rohr. Ja. Eigentlich haben sie die schönere Sicht. Ja, das sowieso. Das stimmt, ja. Remote? Wir haben dafür die doppelten Waffen. Ja. Viel Dacke Dacke. Aber die Remotes haben. Liberator kostet 330. Ich habe jetzt noch keine Mission angenommen übrigens, gell? Muss ich? Soll ich? Warte, noch nicht, ja, jetzt geht's. Haben wir noch nicht, okay. Was? Mission? Ja, einer und Sharon, oder? Wir sind jetzt erstmal für Osten gekommen. Wo hast du schon geshared, oder? Ich muss die da erstmal raussuchen. Achso, achso. Ja, ich hätte jetzt noch gerne irgendwo einen Platz, wo ich raussehe. Ich fühle mich da etwas. Du kannst, wenn du sitzt, kannst du F4 drücken. Dann siehst du immer raus. Ich kann. Ja, das ist uncool. Ich mache jetzt einfach eine Tür auf. So, tschüss! What the fuck, das ist ja ein Monster. Das andere Y drücken. Jupp. Habt ihr alle? Jupp. Das andere. Nein, ich muss auch noch drücken. Eliminate Hostiles. Ah, ja. So, jetzt möchte ich nur noch herausfinden, wie ich die Waffe, die da steht, also die da auf der Seite hängt, nutzen kann. So, ich jumpe jetzt nochmal für jeden, der gerade nicht in einem Sitz sitzt. Fast evict illegal occupants. Perfekt. Deploy. Ja, das ist unser Auftrag hier jetzt. Und ja, wir reisen gerade. Wenn ja, dauert mir das jetzt schon zu lange. Also, wir sind gerade eine relativ kurze Strecke gereist, muss man sagen. Das wird dann später... Ihr müsst euch das so vorstellen. Schaut, wir haben hier nur... das ist ein System mit einem Planeten. Und zwei, drei, also mittlerer Planet und dann irgendwas, was drum kreist. Die Monde, kann man sagen. Das dann ist das Sonnensystem mit Stanton in der Mitte. Und wenn ihr da nochmal rauszoomt, dann kommen erst die ganz Großen. Also das wäre momentan wär nur ein einziges. Und da reist man teilweise, je nach Quantum Drive, 10, 15 Minuten hin und her. Das wird dann später noch viel, 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 viel weiter sein. Also ja, man braucht auf jeden Fall Geduld. Aber es ist halt eine Simulation und kein Arcade-Spiel, wo alles auf Vollgas gemacht, getrimmt ist. Dann. Da, sonst muss ich mein Twitch-Gyro-Mode. Ja, perfekt. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen... Staggered, müssen wir mal schauen, ob wir irgendwo den Schussmodus ändern können. Wir haben hier alle möglichen Ansichten. Da Switch Fire Mode zum Beispiel. Dann haben wir jetzt den geswitcht. Mega geil. Wie viele STU hat die Valkyrie? 30. Also die Feuerrate ist krass von den Türmen. Ich mach mal auf beide Seiten die Türen auf. Ja, nee, man muss den Turm erst anmachen und dann rausswitchen. Ja. Nur, dass man bei Red Dead Redemption also langsames Gefährt hat. Und hier sind die Gefährte theoretisch auch schnell, also die Distanzen sind einfach nochmal größer. Aber das muss auch so sein, weil sonst ist nicht genug Platz im Raum. Also im Weltraum. Das wird man sich ja auf die Füße treten, wenn man rausgeht. Oh, da kann ich dir mit meiner Aquila helfen. Die hat Dauerlicht. Oh, ich habe das Bild gesehen. Das ist Hammer. Ist ein bisschen laut auf dem Planeten, oder? Nee, du sitzt einfach nur ziemlich weit draußen. Na so. Wir haben es hier schön warm. Ja, aber der obere Turm ist eh voll unnötig eigentlich, oder? Ja, du kannst da hinten kommen und eine von diesen Türdingern benutzen. Ja, aber nicht. Das ist aber nicht die Frage, oder? Welche Waffe ich jetzt? Ich feuer sicher vor Mündungsfeuer gar nichts mehr. Devastator Energy Shotgun, ja. Das Doofe ist halt, ich muss jetzt hier auch in der Third Person schießen, weil ich sehe wirklich nichts im Cockpit. Oh, schießt was in uns Richtung. Ah.
Na, das sind die Remote Turrets hier. Nach links, dann treffe ich vielleicht auch. Also. Einfach perfekt. Boah, sag ihm das gerade so. Ja, das siehst du keine Treffanzeige von dem Schiff. Das ist gut. So, da hat es einmal Puff gemacht. Aufschalten kann man es auch nicht. Schalten. Wie kann man das hintere Turret eigentlich benutzen, dass es geht? Welches? Also die zum Rausschießen. Das, Ah, und dann musst du schauen, irgendwo, es ist schwierig herauszufinden, wo du das betätigen kannst. Auf F drücken und dann so lange herumtun, bis du das da genau. Ja, raus geht schon, aber es lässt sich nicht bedienen. Linke Maustaste? Nee. Die ist bei mir schon. Interessant. Zumindest das rechte, probier mal das rechte aus. Ihr muss doch einen Knopf. Draußen rennt doch keiner jetzt rum, oder? Zum Töten. Das Landi, nee, er rennt keiner rum. Okay. Das Landi, kommen wir die raus, oder? Das ist Wahnsinn. Du gehst einfach ran und dann geht's. So, dann rein, mit F so lang suchen, ja. Auf dem Sperre. Das eine mag bei mir auch nicht. Blau, Heavy Machine Gun. Ah, stimmt, das geht. Stehen, aber wir sind da. Das linke geht nicht, bei mir geht's auch nicht. Das hat der PS sicher kaputt gemacht. Wahrscheinlich. Droppen wir jetzt da einfach raus? Ja, sind gerade gelandet. Das zieht jetzt die andere Waffe nicht. Das coolste ist ja, ich kann ja meine Shotgun aufladen. Er wartet nicht einzeln, weil wer führt EPS führt das Space Nazi die Gruppe, draußen, oder? Hier draußen ist keiner, wir können ihn einfach aufstecken. Boah, ich glaube, das Visier war auf dem LMG keine gute Idee, das verzieht vor. Wo ist der Space Nazi? Ja, er steigt gerade aus. Als letzter, natürlich. Er ist ja auch der Pilot, ne? Er nimmt die Welt, genau. Die große Luke. Natürlich müssen wir vor Nacht angreifen. Ja, genau. So. So, warte mir nach. Also hier draußen ist keiner, hast du gesagt. Nee, hier ist keiner. Ich weiß gerade noch nicht, wo der Eingang ist. Ach ja. Hallo Litschi, hallo Viking. Das ist echt zu stark für den LMG. Hier ist ein Fahrstuhl. Wenn wir da runterfahren, kommen wir auf eine Ebene, wo die Gegner sind. Okay. Ah, okay, alles klar. Boah, kann ich mir. Granate! Können wir? Alle da? Ich möchte anmerken, die Tür ist genau hinter uns. Also, das ist. Jojo, wer fast ausgepackt. Bewegt euch nicht im scheiß Lift. Totgelacht. Wer wobbelt denn da die ganze Zeit? Wir müssen immer Nicken bewegen, die sind gefährlich. Und nicht alle gleichzeitig aussteigen. Man muss wirklich aufpassen, manchmal gibt die KI einen Headshot, bevor man sie sieht. Hier noch nicht haken, hier noch nicht. Sieht schon irgendwer irgendwas? Nö. Da ist einer. Vorsicht, bist im Weg. Oh shit, der gibt ja Vollgas hier. Ja, da kommt einer an. Links. Oh shit. Ist der Corvus? Wird getroffen. Auch für diesen ganz eine andere Waffe. Jetzt ist einer, den kann ich nicht töten. Ja, bei mir auch. Ich kann. Hä? Er hat mich erwischt. Ja, mich auch. Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, wie. Aber ja, mich auch. Wie das gegangen ist. Also ich hab den bestimmt dreimal, viermal getroffen. Oha, der geht also, ja richtig hart hier durch. Ich vorhin meinte. Oh, ich bin tot. Leider. Juhu. Hallo, okay. Hallo, hey, yeah. Das kann durch die Bugs schon mal passieren. Ist einer von uns. Ich nicht, bin ganz hinten gestorben, der hat irgendwo alles durchgeschossen. Ey. Ja, das ist die Hauptwaffe. Das ist leider das, was ich meinte.
Ach, dass die Mission buggy ist, oder was? Ja, die Mission nicht, aber die Gegner. Das Ganze jetzt noch einmal, oder wie? Ja, die Mission läuft noch. Die Geschütze sind immer noch tot, aber das sind dieselben Gegner. Die werden uns wieder einfach abknallen, wenn wir da hinkommen. Also ich hab's gestern 6-mal probiert, 4-mal hat super funktioniert. Und 2-mal hat es nicht funktioniert. Das ist die Alpha. LMG ist wieder weg. Also wenn wir jetzt schon nicht checken, kann ich ja... Meine Shotgun ist weg. Ja, oder gibt's was Schnelleres, mit dem man hinfahren kann? Ja, meine LMG ist auch weg. Meine SMG meine ich. Meine ist auch weg. Was? What the fuck? Na, dann gehe ich da jetzt mit dem Scharfschützengewehr rein. Ja, wie gesagt, da jetzt nochmal reinzugehen macht nicht viel Sinn, weil da sind jetzt dieselben Gegner. Okay, also das heißt, wir müssen eine neue Mission annehmen, wenn wir das mal gucken wollen. Okay. Ja, scheiße. Also, jetzt muss ich erstmal neue Waffen kaufen. Na, wollen wir nochmal probieren? Ja, oder? Oder wir machen 890 Jump. Das oder wir machen 890 Jump, das geht ja, auch. Ja, das ist lustiger. Okay, mit der Waffe um 2000. Können wir meine Retaliator nehmen? Ich möchte meine Retaliator nehmen. Ja, können wir machen, aber warte, ich muss zuerst eine Waffe kaufen noch. Oh, wo ist denn ja, ich auch. Ja, ich warte mal, wo die jetzt von meiner Assault Rifle kommt. Wenn 6 Leute gleichzeitig in den Waffenladen reinstürmen. Gib mir eine Waffe! Ja, das war was. Dann muss ich jetzt warten. Und ich brauche wieder meine P4AR, da ist sie für 3000. Ich weiß ja gar nicht, wie meine Shotgun heißt. Ah, Arschgeigen, weißt du? Das ist eine Einweg-MG, ist das, wie es aussieht. Kann man nur einmal benutzen. Ah, geil, und ich habe nicht genug Kohle für meine. Ja, die liegt wahrscheinlich dort jetzt. SMG. Der was steht, der Energy Shotgun bei. Nice choice. Gut ist, man braucht aber keine Magazine neu kaufen. Das Schöne war das Spiel so, wo ich dem, nachdem ich tot war, PC heilen. Okay. Danke. Ja, Mädels, so ist es halt. Es ist halt noch eine Alpha, da muss man durch. Hm? Buggy, bug, 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 bug. Aber ansonsten, wir sind ja hier zum Testen. Geil. Ich hab nämlich die Muni für. Sonst würde ich andere nehmen, aber ich habe die Muni für die Waffe. Ach Mann. Tja, ich hatte echt gehofft, dass das klappt. Ja, wäre schon cool gewesen. Wie gesagt, gestern ging es halt des Öfteren mal gut und dann gab's Probleme. Ich muss noch kurz ein Attachment kaufen. Und dann werde ich die Mission direkt mal wegklicken. Gut, dann werde ich jetzt. Wo muss ich denn hinfliegen, um eine Mission zu bekommen? Also, jetzt müssen wir sie alle wegwerfen und dann müssen wir eine neue. Ja, da müssen genau, wir nach. Arkorb, ja. Okay. Wo steht deine Retaliator? Noch gar nirgends. Ich spawn sie jetzt gleich an. Ja. Accepted. Abwenden. Abwenden, jo. Ist unten drin. Die hat auch 5 Türmchen. Einfach nach unten? Also nicht hier für Command im Chat, sondern ist eine Kachel, der FUC-Discord, da wo das schöne Einhorn drauf ist. Innen ist ein bisschen eng, muss ich sagen. Auf D10, Dora 10. Ah ja, falls uns zufällig am Weg eine Hammerhead begegnet, ich werde versuchen, sie wegzuschießen. Nur als Vorwarnung. Oder eine Carrick. Oh ja, ist kein Problem. Was Großes. Sehe ich mir gerne. Ja, das mit der Carrier können wir nachher machen, ne? Aber ich möchte wissen, ob das jetzt in 3.8 immer noch geht. Das sehe ich mir gerne an. Wo zum Teufel ist D10? So. Sie hat zwei Liftchen zu bedienen. Ihr dürft sie auch noch kurz von außen genießen. Nein, danke. Nein, danke. Doch, wirklich schon. Ich kenne sie von außen zu gut, von innen kenne ich sie nicht so. Mal eben ein bisschen rumstöbern. Nein, gibt's nicht viel zum sehen, die ist einfach nur eng und nicht besonders hübsch, aber es ist halt ein Militärschiff. Ich benutze mal das Multitool in den Torpedos hier. Nein, Norrington, lass mich mit! Ja, ich habe auf dich gewartet, du bist rausgepackt. Du hast dir vor mir die Tür zugehauen. Du standst schon drin bei mir. Da. Dankeschön. Fixe mal deinen Helm, Panzertape hilft nicht für immer.
alles beim Mine passiert. Oh, was ist das hier? Engineering Station. Panzerdeep hilft immer. Ja. Oh, mit zwei Aufzügen gleich hier. Wow. Schon geiles Schiff, ja. Was? Die ist mega. Hübscher geht nicht mehr. Oh, da hinten steht noch eine Valkyrie, seht ihr das? Das bin ich. Da fliegst du jetzt mit der Valkyrie noch dahin? Ja. Meine Defender steht auch noch irgendwo rum, aber. Boah, ist ja brutal. Der untere Turm, ich häng Kopf über. Stock ist offen. Das ist cool. Boah, seht doch die dicken Ocean da an. Ich fass die mal an. Ja. Ist 9 Torpedos. Fass die mal an. Was? Ja, schau mal. Touch, touch. Da habe ich meinen Namen drauf. So, ach, das ist das bekannte Loch hier in der Mitte. From Prime with Love schreibe ich da drauf. Alter Schwede. Das sieht aus wie so ein U-Boot. Mit den Torpedos. Ich kann die unteren Türme nur empfehlen. Hilfe! Mein Hauptverkehr drin. Ich muss mal kurz aus dem Channel raus, ich bleib aber an Bord. Alles klar. Okay, okay. Also einmal nach Arkkorb. Wisst ihr, wie weit das weg ist? Ah, das ist schon. Was ist da drüben? Was ist denn das hier? Ach, das ist der Pilotensitz. Sind alle an Bord eigentlich? Ich ja. Ah, hier ist der Turret. Und jetzt von außen bewundern, jetzt wird sie nämlich wirklich wunderschön. Nein, warte! Aber ich finde, die hinteren Flügel können sich noch ein Stückchen weiter ausklappen. Das ist ja wirklich wie ein Boot hier. Auf dem Handy nützt ja die Discord-App ja dann in auch. In der Mitte kann man noch ein Schiff reinhauen oder was? Nee. Oder ist das nur für die. Ich glaube, du musst auf Info klicken, Nebelwolf. Akkord dauert jetzt eine Weile. Dann dürftest du zu den Kacheln kommen. Das sind diese ganz großen. Ach, das sind diese die riesen Dinger, oder was? Jo, 6 Stück passt, mehr geht nicht. Boah. Das ist ja eine Rakete, eine Atomrakete. Vor 3.8 konnte man eine Hammerhead One striken damit. Na, aber die haben sind jetzt offen. Von denen gereicht und der Hammerhead war tot. Ja, aber die sind offen. Die Torpedos sind schon groß, wa? Oh ja. Ist das normal, dass die da ausgefahren sind, Black? Ja, ja, die sind dann immer draußen, sobald man startet. Kann man leider auch nicht einfahren. Aber das wird noch, oder? Das werden sie sicher noch irgendwann machen, aber das Schiff ist eigentlich schon relativ alt. Ja, das gibt's gar nicht. Ich zeig euch was. Ganz was. Die Crew-Kabine müsst ihr sehen. Kommt mal vor zum. zum Piloten sozusagen. Genau, da wo jetzt Koroval raufgegangen ist, geht's mal rauf. Dort kann die Crew schlafen. 6 Betten an der. 5 Betten an der Zahl, oder 6 sogar. Das ist mega. Und da ist auch der obere Turm drin. Im oberen Turm bin ich klar, ja. Ah, hallo. Da drin kriegt man Beklemmungsgefühle. Ach stimmt, das sind Betten, what the fuck? Oh ja. Aber die hinteren haben Fenster, finde ich gut. Warte, ich, lass dich rein. Ja. Alter Schwede, das ist schon echt, das ist Militärstyle. Das ist echt Militärstyle, deswegen gefällt es mir so gut, auch eigentlich innen. Und unten sind ja, unten ist die Kapitänskajüte, die ist ja auch mega groß. Ich wag's mal jetzt auszustellen. Ich glaube, das geht nur auf, also wenn du die Discord-App installiert also hast. Also bei Duritz und so wird der noch keiner erlebt. Kann trotzdem, sein. Den Kopf über dem Turm zu hängen und dann auszusteigen. Kann sein, dass es nicht funktioniert auf dem Handy. Aber wie gesagt, einfach mal auf dem PC schauen. Was ist das hier für Sitz hier unten? Wo? Da unten? Turm. Turret. Und das da vorne ist der Kapitänssitz. Pilotensitz. Der Pilot ist weg. Ja, ich bin der Pilot, ich stehe da hinter dir. Ach so. Okay. Ich mach die Tür offen, bin mit meinem Torpedoschacht, der offen ist. Da kann man rauspacken, ist kein Problem. Ja, das ist schon eine nette Karre. Ja, man kann sich ja die Module auch für Crew holen. Da hast du hinten noch so eine Küche und Sitzmöglichkeiten. Ganz genau. Torpedos. Funktionieren zwar alle noch nicht, aber man könnte. Kannst du einen Bus draus machen? Man sieht.
Man sieht, dass das Militärschiff ist, wenn bei den Türmen viele Bildschirme sind, wo man dann auch Komm rufen kann, etc. Nicht nur ein Ding. Ah, okay. Habt ihr schon das Badezimmer für, sagen wir mal, 7 Personen gesehen? Wir haben nämlich die Kapitänskajüte gefunden. Ja komm Black, da gehst du halt kurz zwischen den Torpedoanflügen mal kacken, aber bist ja nicht 7 Tage auf dem Schiff. Naja, wahrscheinlich im Sinne der Führung der Militärs wahrscheinlich eher schon. Das ist die Kapitänskajüte. Wo essen denn die dann? Ist ja, die haben ja keine Küche oder du so. Du greifst ein Schiff an und dann bist du ja leer, ne? Also, ja eben. Alter, diese Torpedoschächte. 20.000 Kilometer noch, 20 Millionen. Krass, ey. Ja. Schon sexy. Ich hoffe, dass sie das Schiff nicht allzu sehr überarbeiten. Hätte mir gewünscht, dass man, so wie sie es früher gesagt haben, dass alle Schiffe voll modular sind. Dass ich theoretisch alles ein- und ausbauen kann in das Schiff, das geht. Kostet halt nur dementsprechend. Ja genau, dann einen Light Fighter mit Capital Ship und Power Plant. Ja gut. Also im Rahmen. Im Rahmen, aber ich glaube, das stand bestimmt bei denen auf der Agenda, aber die müssen ja schon so viele Abstriche machen. Ja, weil ich hätte mir halt sonst gesagt, ich nehme mir das schönste Schiff, das ich mir vorstellen kann, zum Beispiel für manche vielleicht das hier, und dann passe ich es meinen Spielstil an. Ich werfe die ganzen Torpedos raus und baue aber so ein Langstrecken-Erkundungsschiff oder sowas. Oder so eine, das als Carrack zum Beispiel. Bin aus dem Torpedoschacht geflogen. Was? Ja, stimmt, ja. Ich schau zu, wie er wegfliegt. Ernsthaft. Dann musst du zurück ihn abholen. Nee. Mach ja Suicide. Flieg dir mal weiter in die Richtung. Ich weiß nicht, ich kann mal fragen. Entsorgt sich noch durch irgendeine Karte. Den Screen muss ich noch einposten. Black, Litchi fragt, ob das Schiff dir gehört oder ob es geliehen ist. Das gehört mir. Das war noch auf dem, alten Account, das habe ich heute transferiert. So, das letzte Schiff, jetzt habe ich am alten Account nur noch eine Hornet. Grass. Und die werde ich nicht transferieren, die zahlt sich nicht aus. So, ich bin zurück. Muss man da zahlen, um das zu transferieren? Gar nichts. Okay. Du klickst so bei deinen Schiffen, die du hast, auf Gift. Und dann gibst du die E-Mail-Adresse, also den Namen von dem, wo du es hinschicken willst. Der kriegt dann eine E-Mail von RSI. Die ist manches Mal, was ich gehört habe, im Spam-Ordner dann drin. Warum auch immer, bei mir nicht. Ja, warum transferierst du sie denn nicht? Die Hornet? Ja. Was mache ich mit einer Hornet? Die kostet in-game, weiß ich nicht, 400.000? Nein. Das ist mein alter Account, falls ich ihn jemals noch benutzen soll, wenigstens ein Schiff haben. Okay. Ja, aber ansonsten, die Hornet hat ja auch 70 oder 100 Dollar gekostet, oder? Das ist die... Ja, 100 glaube ich damals, oder 90. Naja, dann hast, das ist dann doch die Investition, oder? Kannst du die 100 für ein anderes Schiff ausgeben, wenn dir nicht gefällt. Das macht halt Sinn. Das müsste ich schauen, ob man die gegifteten Schiffe dann alle einschmelzen kann. Gegiftete zählen zum Beispiel nicht zu seinem Gesamt... Geld, wo du ausgegeben hast, ganz genau. Wenn das nicht einschmelzen kann. Was habe ich für einen Turm? Der macht nicht. Nein, der hat große Kanonen, die langsam schießen. So, jetzt müsste irgendjemand die Mission annehmen. Moment. Oder mir sagen, wie die heißt. Mach ich. Ich scanne mal, ob ich ein Schiff sehe, das ich töten darf. Birding Action. Ich share sie. Geshared. Travel to 89 Jump. Perfekt. Jemand noch nicht? AIPS wahrscheinlich noch nicht, weil er. Ich glaub schon. Ah, okay. Oh. Ich will jetzt die Piken nicht nehmen, nur da. Ja, bei mir auch nicht. So. Muss ich anders machen. Set Route. So.
Wenn sie treffen, die Geschütze machen sie Aua, aber die habe ich vorher auszutauschen gegen andere. Allein das Austauschen kostet aber 250.000 Alpha UEC. Übel. Genau, und dann brauche ich noch die Schilde, und wenn ich da die wirklich guten reinhaben will, kosten die pro Stück, und da brauche ich zwei davon, glaube ich, auch nochmal 150.000. Dann brauche ich natürlich eine neue Powerplant, die dann auch nochmal 80.000 oder so kostet. Das muss man alles erst einmal erfarmen. Ich hatte vorher ein bisschen Angst, dass wir die Idris-Mission mit 3.9 nicht schaffen. Jetzt habe ich keine mehr. Ja, momentan ist aber die Idris-Mission mit 3.9, selbst mit einem vollen Squad von diesen Teilen hier nicht zu schaffen. Echt? Ja, die tun sich gerade balancen. Die sind draufgekommen, also die Evokate spielen ja schon und hätten es mit einem vollen Squadron von Retaliatoren probiert, haben sie die Schilder nicht weiter runtergebracht als 38 oder so Prozent. Ja, aber was ist eine volle Squadron? 90 S9 Missiles. Was? Wie viel? Sie haben, ich glaube, 90 Stück, glaube ich, haben es drauf geschossen. Also 50 Leute haben alles, was sie haben, drauf geballert? Nee. So in die Richtung, ja. Okay. Sollen wir jetzt noch warten auf den wir verloren haben, oder nicht? Ja, sicher. Also ich spiele gerade nach Hardcore auf jeden Fall. Dann warte ich auf dich. Was ist, wenn du die 890 Jump erledigst? Dann sind doch auch die Hostiles tot. Die Hostiles. Ich versuche sie dann mal anzuzielen. Aber ich glaube, du kannst sie nicht ins Visier nehmen. Nein, wir haben das letzte Mal da so beballert, da ist ja gar nichts passiert. Und ich glaube, die 890 Jump bräuchte ich alle 6 von meinen Torpedos. Na gut, wie weit hast du noch bis Akkor? 40. Du kannst ja schon mal ranfliegen. 39. Schauen, ob sie spawnt. Ich sehe die Mission gar nicht. Sagen wir. Sind die Türme bemannt, weil falls ich trigger? Ja. Ich meine, ich kann ihn noch raustoppen, aber das ist uncool. Auf eine Hornet oder eine Black mit einem S9 Torpedo schießen. Er kostspielig. Wie teuer ist einer? Das ist nicht kostspielig. Alle 6 Stück nachrüsten kosten 500 Alpha UEC. Nur! Das wird sicher noch teurer werden. Okay. Weil sonst wäre es. Ich sage auch die meisten, dass die Torpedos wahrscheinlich dann irgendwann arschteuer werden. Ja. Was Sinn macht. Nein, bei der Session. Gut! Der hat uns gerammt, der Arsch. Ja, auch einen abgefahrenen Namen. Katuram Sandberg. Ich habe meine Rakete aufgewichen. Aber gut, der ist nicht langsam auf die Distanz. Also wir treffen nicht. Fliegen wir hin. Also er ist tot. Gut. Hui. Dafür sehe ich jetzt gerade unser Missionsziel nicht mehr. Wo ist denn das? Clear all hostiles habe ich noch. Moment, wo ist es? Da ist IPS. Ach, da oben ist es doch, Mensch. Ah! Ich kann die Jump tatsächlich anvisieren. Ja, ich kann es auch anvisieren. Dann probieren wir es gleich mal. Gott, wird's. Nein, ich kann keine. Ich ja, kann ich kann sie auch anvisieren. Ja. Weil ich kann es nicht mit Torpedos anvisieren. Sie wird ja auch als grün angezeigt, oder? Ne? Ja, das ist kein Problem. Ich kann auch grüne Schiffe torpedieren. rechts hinten war diese Luke, oder?
Ja, an beiden Seiten sollte sie sein. Friendly Target steht bei mir, wenn ich es beschieße. So, ich packe eine Spur näher, damit wir noch nicht ganz so nah haben. Wo ist denn hier die Schleuse auf diesem Schiff? In der Mitte, oben und unten, also zwischen den Liften. Oh, ich habe die Kapitänskabine gefunden. Das ist Abstellraum. So, ich packe eine Spur näher. So, dann folgen wir mal. Wie auch immer da vor mir steht, Don Prime, marschier. Ja. Das ist die richtige Richtung? Ja, ja. Davor kommt dann der Lift in diesem Raum, beziehungsweise in der Mitte eine Luke, die kann man theoretisch benutzen. Ah, okay. Und zack, und raus. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ja, das ist halt ein Militärschiff, die haben sowas. Oh, EPS hovert da drüber. Jo, ich habe auf jeden Fall genügend Munition mit. Oh ja, der. Der hovert da richtig gut. Ja, wo müssen wir nicht? Blackie, ich folge dir jetzt einfach mal. Sollte das nicht offen sein? Muss man aufmachen, die Schleuse. Ach, die ist bei dir da unten, bei Blackie. So, alles jetzt. Klar. Bin drin. Also die 890 Jump sieht ja mal mega aus. Lauf nicht direkt los, lass die alle noch mit reinkommen. Ja, ich bin ich warte natürlich. Bin ja nicht lebensmüde. Denke ich, geht's wieder auf die Fresse, wenn ich da ankomme. Du musst nur hoch genug rein. Da. Beobachte das. Gehst du aus dem gleichen rein wie wir, oder? Ja, natürlich. Sind alle da? Mann, sehr gut, der Kowal fehlt noch, aber der kommt nicht. Der ist noch auf meinem Schiff, gut, dann machen wir das ohne ihn. Ja, der hat keine Waffen gehabt. Ach so. Pass auf, um die Ecken, ja, immer schauen. Letztes Mal. Ja, meistens ist in dem nächsten Raum was drin. Ja. Das muss mir vorgehen, ich habe eine Shotgun, mit der komme ich nicht weit. Auf die Distanz. Da oben links einer, oben. Ach, da ist noch ein. Das ist eine Glasscheibe. Das ist ein Panzerglas. Und die ist Panzerglas. Okay, Panzerglas. Alter! Wo war, kam der denn her? Unten an der Leiter. Ja, der ist auch direkt vor mir gespawnt. Ey. Wo wart ihr? Na, der Typ ist aber gerade runtergerannt. Oh mein Gott, die sind hinter uns. Aber ich war so geil aufmunitioniert. Wie läuft's bei euch? Hallo, was seid ihr? Seid ihr noch da? Wir sind tot. Wir sind alle tot. Ich bin tot. What the fuck? Ey, was ist denn das also, für... Also, tatsächlich, wo wir gerade reingekommen sind, ne? Durch die Tür, da sind gerade 4 Gegner durchgelaufen, aber von hinten. Oh ja, die haben mich auch. Oh Gott, die sind schlauer geworden. Mittlerweile, die bewegen sich mittlerweile. Die sind vom Messschiff zurückgekommen. Oh ja. Die sind von hinten gekommen. Give them all you got. Oh, hallo, die vergewaltigen mich da auf dem Boot. Ich bin doch schon lange tot. Also auf jeden Fall ist das eine Scheiße. Vielleicht bist du der Hübscheste von uns. Diese kommt man nur durch diese eine Luke in das Schiff? Es gibt auf der anderen Seite noch eine. Ach so, ja gut, okay. Aber du stehst, du kommst dann raus und stehst auf dem Präsentierteller quasi. Oh, lass raten, meine Waffe ist wieder weg. Natürlich. Ach, fuck you. RSI. Fliegen wir jetzt noch einmal hin, oder? Ey, ich gebe gerade richtig Kohle aus für die Waffe. Das wäre schon das dritte Mal, ey, wie nervig. Oh, ich habe ja die Magazine. Ja, du musst sie einfach wegpacken, bevor sie dich töten, dann behältst du sie. Ja, wie soll das gehen? Ja, weiß ich nicht. Das geht so schnell. Wenn die so schnell reagieren könnte, dann würde ich nicht so schnell sterben. Eieiei. Natürlich fliegen wir nochmal hin, hallo? Okay, alles klar. Oder? So, ja, behalten wir die Mission oder starten wir sie neu? Behalten. Ich würde, ja, behalten. Gut. Upsa. So, das heißt, ich rüste mich wieder aus und wer fliegt jetzt hin? Haben wir noch ein Schiff zum Hinfliegen? Ja, wir könnten mit meiner hinfliegen, aber ich glaube, die ist zur Abwehr nicht so gut, glaube ich. Zum Angriff, meine ich. Ja, das ist alles tot, das brauchen wir nicht mehr. Achso, ja stimmt, die sind tot. Aha. Okay. Natürlich schmerzhaft. Gut, dass bald ein Patch ist. Ich hoffe, die patchen alles raus. Ich würde sagen,
Also die Schiffe, die wir da angreifen müssen, die sind ja dann weg jetzt, ne? Genau, quasi. Ja. Die sind weg. Ja, dann können wir ja auch mit der Aquila fliegen, oder? Ja. Die Aquila reicht dann natürlich reicht auch, wenn die da sind. Wenigstens einen Turm. Wir müssen nur mal schnell hin. D09. D09, okay. Also beim ersten Mal war es ja voll easy. Wart ihr da mehr? Ja, wie wir die zu zweit gemacht haben, war die auch voll easy. Ja, die waren da ein bisschen buggy und deswegen haben sie sich halt nicht bewegt, wie ihr PS sagt. Das ist natürlich schön easier. Aber jetzt rennen sie halt um Schiff rum und das... Ja, da müssen wir jetzt halt wirklich hinten abdecken, nicht alle YOLOn und... Aber diesmal nehme ich jetzt mein SMG mit. Der Shotgun muss ich viel zu nahe hin am Anfang. Ihr seid doch schon alle draußen. Der Aquila war ich auch noch nie. Auch ein wunderschönes Schiff, so wie alle Connys. Ja. Diese dreckige Mission nicht mal angezeigt, wo ich hin muss, oder? Ja, das Licht ist immer noch an. Ich fliege hier die ganze Zeit um diesen Planeten rum und finde es nicht. Ich muss auf jeden Fall das Ding mal in die Werkstatt bringen. Oh, dieses Orange, das ist mir noch nie aufgefallen, das macht sich auch geil. Ja, so diese leicht orangen Akzente. Muss einem halt gefallen, ne? Ach, ich lasse den Lift wieder runter. Ach. Ja. Bitte. Wem gehört das jetzt? Das ist meine. Norrington. Ah, okay. Oh ja, die ist ja. Jeder seine Lieblingsschiffe einmal ausführen. Die ist ja innen. Ja, genau. Oh, und der Rover ist auch da. Wir können mit dem Rover rein. Der spawnt auch immer mit der. Also, ich hab den musst du nur einmal reinstellen und seitdem ist er da drin. Ja. Das ist das Wichtige. Wenn du die Schiffe storst, dann stort alles, das auf Cargo Space gebaut ist. Also, alles, ach, wo. Generell, ja. Ah, okay, genau, genau. Also, kannst du auch da eine Merlin reinstellen, wenn du das schaffst. Die spawnt da. Also, die bleibt auch drin. Wenn sie nicht da drauf ist, dann kann es sein, dass wenn du das Schiff wieder rausholst, dass die Merlin kaputt ist und das Schiff auch teilweise. Ah, okay. Ich setze mal hinten irgendwo dann. So. Dann gebt mir mal eine Info, wo ich hin muss. Genau. Ubudup, hallo. Arkorb. Und dann Mission raus. Unsere Raketen? Die besonders schon wieder. Ach ja, stimmt. Ich hab Raketen gefunden. Ja, das hat die Dinge auch, die Andromeda. Aber das Problem ist, die funktionieren nicht, oder? Also ich hatte mit der Aquila auch immer das Problem, dass ich die Raketen nicht abfeuern konnte. Nein, man kann sie nur einzeln abschießen, aber es gibt einen Trick, wie sie funktionieren. Das habe ich aber leider vergessen. Irgendwo auf YouTube mal gesehen. Ah, oh, der Rover ist ja mal richtig geil. Können wir mit dem mal irgendwo rumdüsen dann? Klar, da habe ich mit dem Jojo, genau, aber haben wir mal Microcheck erkundet. Nachher fahren wir dann alle auf einer Oberfläche irgendein Gefährt. Wer keins hat, ist, ich habe zwei Gefährte für die Oberfläche. Und dann düsen wir auf der Oberfläche herum, genau. Cool. Mal was Neues. Ja, das macht sich auf Microtech gut und auf bei Levski. Da kann man ja auch die Fahrzeuge spawnen. Das macht sich am besten, glaube ich. Aber da ist immer so dunkel. Ich komme nicht mehr nach vorne. Die Tür geht nicht auf. Deswegen geht sie nicht auf. Der zeigt mir das ganze Missionsziel nicht, das ärgert mich auch. Der Karoval sitzt immer noch in einem Schiff, nicht? Echt? Ja, Karoval sitzt immer, genau, ich hab's ja gar nicht gegamed. Der sitzt immer noch in meiner Retaliator, genau. Da vor Ort, ja. Ist ja geil. Sieht sich auch nicht. Richtig. Ach ja, oben ist ein Beobachtungsturm, ja. Der ist ganz cool. Statt des Turrets. Wer hat den Lift aufgemacht? Huh. Ja, keine Ahnung. Ich nicht? Ist er rausgefallen? Hey, ich bin fast rausgefallen. Ja. Ich setze mich mal lieber hin. Ja. Da kann nicht so viel passieren. Ich komme gleich, ich lasse nur kurz meinen Hund raus. Bin gleich da. So, dann gucke ich mal. Wo ist denn hier? Der Lift. Sehr gut. Ja, jetzt ist er wieder drin. Ja, da oben der Sensorturm, der sieht schon krass aus. Ich finde, die Aquila ist die schönste Constellation von allen. Ja, mit dieser runden Brücke, ne? Vorne. Genau, ja. Die sieht schon mega cool aus, ja.
Ja, das ist echt hübsch. Ja, ich finde, die ist halbwegs auch brauchbar. Ich kann zwar nur 96 Einheiten Cargo passen rein. Ist halt mega praktisch. Die Merlin ist hinten schon dran, aber ich glaube, die ist noch nicht implementiert, wa? Die ist leider, also sie ist schon drin, die Merlin im Spiel, aber das funktioniert noch nicht hier. Wie bei der Andromeda. Aber die Merlin wird mir auch als Schiff angezeigt in meiner Liste. Ah, wahrscheinlich, weil du die Aquila hast. Genau. Kannst es ja auch fahren. Aber die Merlin hängt ja hinten dran, ne? Ja, ja, aber das funktioniert nicht. Du kannst sie auch extra spawnen. Ah, okay, alles klar. Und dann fehlst du quasi bei mir. Nein. Das ist nur ein Model momentan. Also du kannst das nicht abklammern. Das ist das Problem. Später im Spiel musst du die auch nicht die ganze Zeit mithaben. Die kannst du zum Beispiel auch irgendwo storen. Dann hast du halt keine hinten dran. Aber dafür kannst du sie dann überall einfach so rausholen. Ich verstehe. So, ich versuche mal mit der Aquila längsseits von der 89 Jump zu kommen. Dass wir die Seitenluken benutzen können. Ja, da sind wir vorher auch rein. Weil krass wäre... Meine Seitenluken meine ich. Also die Seitenluken von der Aquila. Ah, okay. Ja, könnte es aber sein, dass wir sterben. Nein, mit der Seitenluken geht's gut. Man darf nur nicht beim Lift raus. Das ist böse. Ja, den Bug kenne ich auch, ja. Und es soll bei ja mit... Bei dem Schiffstyp meinst du jetzt, ne? Ja, genau. Mit 3.9 oder mit 4.0 soll dann das Boarding auch kommen. Also, dass man mit diesen Boarding-Luken da wirklich was machen kann. Auch andocken und so ein Scheiß. Ja, genau. Da bin ich gespannt. Ja. Ja, da kommt auch hoffentlich auch diese Hull A, B, C, D Frachter. Mal gucken. Diese Monster Trucks. Der Space. Ja, Space Truck hast, ne? Gab's da nicht mal so einen Film? Boah, kann sein. Aber ja, das sind halt die Riesenfrachter dann. Diese Riesendinger. Tausende an UEC, nein, SCUs. Ja. Transportieren können. Damit kannst du, wenn es die jetzt geben würde, da würdest du ja das ganze Wirtschaftssystem kollabieren lassen. Ja. Ja gut, A und B geht ja noch, aber C und D wird dann halt heftige Scheiße. Wo treibt ihr euch so rum? Ah, hallo Tatzel. Ark Corp. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Ark Corp und machen die 890 heißt sie doch, ne? 890. Ja, wenn wir es schaffen, heißt das. Jump-Mission, ja. Oh, da kann ich nicht mitkommen, da bin ich noch nicht ausgerüstet. Ja, eine SMG und eine Rüstung und dann geht's. So kurios. Gut, ich muss jetzt zuerst mal wieder rausfinden, wo ich gerade stecke. Wenn wir das überleben sollten, dann könnten wir ja gleich danach nochmal eine Runde Bodenfahrzeuge fahren, oder? Ja, dann nehmen wir Tatzel mit, wenn er Bock hat. Mhm. Ja, gerne. Und wenn wir es halt nicht überleben, dann. Den Mine Rover habe ich ja zum Glück schon dabei. Hallo Anton. Könntet mir mal sagen, was ich da für eine Grundausrüstung so gebrauchen könnte. Oh, da können dir, glaube ich, alle hier im Channel helfen. Ich sage immer, eine Rüstung, die dir gefällt und eine SMG. Den Mining Laser und den Rucksack und dann bist du eh schon 15.000 los und mehr brauchst du nicht. Um Spaß genau. haben. Ganz genau. 20.000 habe ich jetzt. Das würde ja perfekt passen. 20.000 habe ich. Ja, das passt perfekt, ja. Und Medpens, wenn du bekommst, Medpens. Ja. Und 2-3 Magazine kaufen für die Waffe, für die richtige. Ansonsten stehst du da wie ich mit runtergelassenen Hosen, wenn du das eine Magazin fertig geschossen nicht dabei hast. Ja, das habe ich gesehen. Das sagt ja auch keiner im Spiel. Das habe ich gesehen. Ja. Musst du dann nochmal extra ausrichten. Das kannst du an so einem Gürtel machen, dann an deinen Gürtel. Okay, dann muss ich. Dann suche ich jetzt mal eine größere Stadt oder was. Das gibt's auf Port Olisar theoretisch auch, oder Grimhex. Ja, ich bin jetzt irgendwo im Scheiß außen. Könnt ihr den Distress-Picken direkt anfliegen? Jein, manches Mal schon, manches Mal nicht. Und sonst am besten funktioniert, wenn du einen. Ich sehe auf der Map, ob ich kann nur zu. Ich kann spring zu Koro. Kann nicht anvisieren. Kannst du zu Koroval springen? Den sehe ich auch nicht mehr. Ah, schade. Ich spring nachher nochmal extra dahin. Ich glaube, das ist nach Com-Array, nach irgendeinem Com-Array und dann müsste es wieder gehen. Das Problem habe ich vorher auch gehabt. So, 6 Millionen Kilometer noch? Crusader, das ist ja so weit. Ist das weit weg. Aber ihr treibt euch da dann in der Nähe rum. Wir sind dann in der Nähe von Hurston. Aber wir wollen dann woanders hinfliegen, weil wir wollen Bodenfahrzeuge testen. Entweder Levski oder Microtech vielleicht?
Ah, Mercury-Tech ist eine ewige Fahrt. Wir können ja, da kann man keine Rover spawnen, da kann man keine Dings spawnen, stimmt. Na, wir können die ja mitnehmen und dann dort eine kleine Expedition starten. Ja, das ist mühsam. Ja, aber auf dem Mond mit der Garage, da können wir sie direkt spawnen. Ist doch scheißegal, ob das mühsam ist oder nicht, da kann man wenigstens mal was machen. Ja. Ich hätte auch noch eine Conny, wo wir einen Rover reinladen können. Was gibt Großes in der Nähe von Hurston? Na, die Stadt Lorwell. Ah, ich sag's euch, das ist es. Das ist Star Citizen. Momentan noch. Bin gespannt, 3.9, wenn der kommt, das wird's. Da wird's wieder was Neues geben. Ich habe noch kein FS-Mining gemacht. Das will ich unbedingt noch machen. Die Scheinwerfer sind anders, bitter. Und ich habe tatsächlich noch kein. Habe ich es vergessen? Kein Handeln. Also mit Schiffen handeln. Weil mein Handelsschiff ist leider Taurus und die ist nicht da. Und mit 96 SCU könnte man auch handeln. Ich habe noch Freelancer. Wie alle. Momentan. Der könnte man. Aber naja. Muss man mal schauen. Aber 3.9 wird echt geil. Da freue ich mich drauf. Wir werden wahrscheinlich Stück für Stück alle. Aber man muss halt viel Geduld haben. Deswegen die Zeit ein bisschen mit Testen überbrücken. Schau ich das an. Das ist schon sexy. Schön aussehen tut's. Bannerlord spielen, Ark spielen, Schiff versenken spielen. Ganz lustige Spiele. Gibt genug momentan. Hier unten hängt dann die Merlin dran. Ja, sexy. Krass. Du bist noch 22 Millionen Kilometer entfernt. Ihr seid 22 Millionen Kilometer. Oder wir, je nachdem. Was rot ist. Eliminiert Hostiles Gates. Das ist ja krass. Ich glaube, ich habe die falsche Mission. Das ist eine Kacke. Was machen wir für Hursten? Warum bist du da hingesprungen? Hä? Ah, da ist der Beacon. Ja, Litsch, ich hab Crimestead, weil mir EPS voll in die Bredouille gerannt ist, während ich geschossen habe. Ah, das heißt, wir können Prime jetzt töten. Wo ist er denn? Ich seh nicht. Alles gut. EPS ist schuld dran. EPS, der Space-Nazi, ist mir in meine Schüsse reingerannt. Du bist in meine Schüsse reingerannt. Ich bin ja ganze 240 Kilometer entfernt von Laurel. Das ist nicht verraten, Litchi. Buh! Du musst die Atmosphäre verlassen und hinspringen. Mhm. Schon unterwegs. Man hat sie gesehen. EPS sieht so aus wie die Pirates da auf der Ethan Handy Jump. Den Design, dass ich aus Versehen, als er zu mir reingestürmt ist, gedacht habe, dass es ein Pirate ist. Den habe ich natürlich dann erledigt. Oder aber er ist hinter einem her. Kann niemand was dafür. Während wir springen. Tolle Idee. Ja, ich bin auch. Mein Navi spinnt. Kann man beim Anfliegen von Lorville was grundsätzlich falsch machen? Ja, was ist los? Jetzt keine Bewegung. Du hast deinen Crime stopped. Ja, ich weiß, EPS ist dran schuld. Wenn du abdrückst, drück ich auch ab. Ich sag's dir. Ja. Weiß nie, wo ich bin. Du hast die größere Waffe. Unten, oben, unten, oben. Ich glaube, das lassen wir. Du hast die größere Waffe gerade ausgepackt. Ich gebe mich geschlagen. Wie kann ich die holstern mit H? R. 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 Das ist unfair, ich komme mit der Pistole und der packt ein SMG aus. Muss man, man muss. Das sieht nicht aus wie Ark Corp. Nee, sieht so aus. Ja, ich bin falsch geflogen. Aber ich finde jetzt den Punkt für die. Er settet die Route nicht. Ich muss da jetzt manuell hinfliegen. Jetzt erstmal nach Hurst und dann vielleicht. Ja, da war ich ja jetzt schon. Dann zu einem Com Array und dann. Rechtet nochmal an. Was kann der obere Turm eigentlich? Scannen. Na, das liegt wahrscheinlich daran. Oder? Wenn ich jetzt den großen Lift anmache, bläst es einen Rover raus.
Warte, ich komm mit, ich möchte das sehen. Nein, nein, ich mach den jetzt nicht auf, wir wollen den ja danach haben. Das war eine rhetorische Frage, Black. Ja, aber alles für die Wissenschaft. Nein, 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 nein. Was? Warum kann ich dich nicht sehen? Weil ich gerade einen mini kleinen Hangar rein versucht habe. Ich kann das auch gut. Also, du bist wahrscheinlich nicht auf unserem Server, oder? Ich bin, glaube ich, also ich weiß nicht, wenn Jojo nicht raus ist, bin ich auf dem gleichen Server wie er, aber ich weiß nicht, ob der auf dem gleichen Server wie ihr seid. Ja, ich war auf dem Server. Wie heißt du denn? Tatzel mit ne einer 3 statt einer E. Ja, Tatzel reicht schon. So viele Tatzels wird es nicht geben. Wo sind wir denn jetzt? Ja, bei Navi spinnt. Ich glaub, dich mal in die... meine Route nicht. Der hat mir die Route nicht richtig angezeigt. Ich invite dich mal in die Party. Gerne, ja. Warum macht übrigens, der ein Typ ist noch gestorben, der ist verblutet, wie es aussieht von den Feinden. Ich habe keine bekommen. Keine Chance. Ja, der ist von 14 auf 13 gefallen. Engines. Ja. Oh, wir alle schon hier warten. Ich bin angekommen mit dem Defender und hat den schwarzen Bildschirm. Jetzt muss ich gerade nicht mehr dazwischen. Ich hätte jetzt mehrmals einen weit geschickt, also wenn da keiner ankommt, dann ist das gerade verbuggt. Kommt keiner an. Aber. Weil dann hättest du uns gesehen. Ja. Wenn ich dich einlade. Ah, schade, sobald man aus dem Turm aussteigt und mal drin war, dann schließt sich oben die Luke nicht mehr. Ganz genau, Lichi, der Pilot ist ein schlechter Navigator. Schreib mal ich, kurz. Ich krieg's was nicht. Was ist da los? Bring dich mal an, Admiral, sagt Lichi. Er hätte die scheiß Route einfach nicht. Seht ihr das, was ich im General Chat geschrieben ja, habe? Ja, das sehe ich schon. Okay. Ja. Ja, ich such's mir jetzt mal eine Weile raus. So, jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt Black Corbus. Ja, genau. Hast du angenommen? Ja, jetzt ist es angekommen. Wunderbar. Ich hab dich jetzt zu meinen Kontakten geaddet, ich hatte dich eh noch nicht. Ja, zeigt mir jetzt Microtech an, da soll ich hinfliegen. Ey, wisst ihr was? Übernimmt mal einer, sonst sucht man sich ja hier tot. Vielleicht funktioniert das Mobiglas Navi bei euch. Jo. Ja, das ist wie nervig ist das denn? Geil, der Wächter sieht geil aus. Ja, man kennt es, man kennt es. Von Star Citizen nicht anders, sag ich mal. Das ist halt eine Abendbeschäftigung für Leute, die nicht wirklich was vorhaben. Mal schnell 100.000 würde, oder? Farmen geht nicht. Wir wollen noch Microtech, eigentlich nicht Microtech, noch ArcCorp. Ja, das ist da unten. Das ist Lyria. Ich geh jetzt mal in Lorville shoppen. Angenommen, ich finde den Ausgang von meinem Hangar. Gut, dass ich jetzt wieder mit der Conny fliege, oder weiß ich jetzt wieder, warum ich sie... Hallo, geht auf. Conny, super Schiff, nicht wahr? Auf jeden Fall, ja. Wenn der das wenig... Ich bin ein Backstein. Das ist ja fast meine Caterpillar noch agil dagegen. Ist das so? Ich finde, die ist gar nicht so unagil. Fliegt meine Max Freelancer Max? Ja, echt schon, die normale Freelancer, die mag ich überhaupt nicht. Man sieht nichts, sie fliegt komisch. Mhm. Weiß nicht, was er hat. Sieht einfach nur irgendwie gut aus. Ein guter Pilot kann mit allem fliegen. Ja. Ich habe gehört, wenn ich eine gewisse Tastenkombination drücke, fliegt der Co-Pilot raus, oder? Ja, das wäre jetzt sehr gefährlich, ja. Ich weiß nicht, ob die Conny den Eject-Knopf hat. Achso, das wäre blöd, ja.
Dann schaut er aber auch blöd aus. Ich würde ja gern im Schiff meinen Helm ausziehen, aber ich habe ein bisschen Schiss. Probier's auch nicht, du merkst das dann gleich. Du merkst dann, ob Luft drinnen ist oder nicht, und dann hast du noch Zeittasten benutzt. Schon, das geht. Musst du einen, ja, und dann musst du wahrscheinlich eventuell einen Oxypen benutzen. Ah, ja, die habe ich nicht mit. Das ist schlecht. Die 890 Jump Mission ist bei mir auch getrackt. Keine Ahnung. Mir zeigt er an, Eliminate Hostiles. Ja, ja, das war's gut. Ja, ja, aber wir fliegen in eine völlig andere Richtung. Nein, ich fliege jetzt gerade nach Akkorp, dort wo sie ist. Ui, geil. Aber ich werde das jetzt probieren, ich werde jetzt meinen Helm absetzen. Ja, ich weiß, warum ich nach Hörsten geflogen bin, weil genau da ist mein Wegpunkt. Eliminate Hostiles. Ja, ohne Scheiß, also der ist auf das jeden ist Fall... Das ist ja von vorher, das ist die Mission von vorher. Ja, ja, aber die ist doch auf Untrack, oder? Abandon, ja. Daran? Fuck, da steht ja ein riesen, verdammtes Riesenschiff. Das ist schön, wenn das zum ersten Mal sieht, Tetzel. Wir haben Luft übrigens. Ja, wer weiß wie lange, also, provozier's nicht. Sieht man meinen geilen Hut und das Monokel? Oh, das ist ja ein geiler Ort, ey. Oh, warte, bist du gerade da, wo man den Kraken sieht? Ich bin in Lorwell mit dem Hafen angekommen. Achso, da sieht man die Hammerhead. Ah. Wo sieht man denn den Kraken? Das weiß ich noch nicht. Auch ja, bei einer größeren Stadt. Würde passen. Bitte? Hammerhead denkt, passt, wenn ich mir das Schiff so anschaue. Ja, daneben steht eine Conny, ne? Also die Phoenix müsste das sein, ne? Oh, ja, kann ich dir nicht sagen. Weiß nicht, ob es in Arkcorp ist, wo man den Kraken sehen konnte oder sehen kann noch. Ah, okay. Kann man theoretisch auch drauf landen, auf einem Pad. Oder es ist jetzt restricted. Aber das Teil ist mega, riesig. Kann man ich da hinlaufen, sich das immer noch angucken, ja? Okay. Das weiß Business ich nicht. Business Restricted ist wahrscheinlich nicht testen. Schlecht, oder? Für zum Shoppen. Ui. So. Dann hatte ich ja für heute mein Navigationsfeld des Tages. So, jetzt habe ich wieder einen Helm auf. Wo muss ich in Lorwell hin, um etwas Gutes einkaufen gehen? Mit dem Zug einmal fahren, aber du musst aufpassen, dass du die richtige Strecke benutzt. Da gibt es mehrere U-Bahn-Linien und auch einen Plan, wie die fahren, die U-Bahn. Ziemlich jo, cool gemacht, ja. Das sehe ich da. Ich bin ja jetzt in Spaceport. Ich muss genau. Wahrscheinlich Central Station, nehme ich mal an, oder? Nicht die grüne Linie. Da kommst du ins Trading Center, dort kannst du Schiffe kaufen und deine Waren auf dem vom Schiff verkaufen, du musst in die andere Richtung. Ich glaube, die ist rot, die Linie. Oder orange, irgendwie so. Okay, dann muss ich die blaue. Metro Center, das wäre dann wahrscheinlich die blaue. Oder blau? Ja, irgendwie so. Probier es einfach aus. Es ist auf alle Fälle auch sehenswert, wenn du zu diesem riesengroßen Trading-Gebäude kommst. Das ist sehenswert, wirklich geil gemacht. Okay, ich steige einfach mal in den Zug ein und schaue, genau, wo ich hinkomme. Ich glaube, das ist zwar die grüne. Also wenn ich jetzt die Mission abgebrochen habe, die letztere, zeigt er mir den immer noch an den Punkt. Hast du schon die neue? Ja, die neue ist ja accepted und natürlich auch getrackt. Boarding also Action in Progress. Travel, genau. Travel to Arkorp and locate the infiltrated 890 Jump. Genau, und da tust du jetzt auf Tracken. Dann müsst du das jetzt anzeigen. Ja, habe ich ja. Also ich. Oder nicht? Track. No. Interessant. Egal. Du kommst trotzdem mit. Ja, genau. Nö, ist immer aber, noch die hier auf Hörsten. Ja, deswegen bin ich da auch da hingeflogen. Ich habe mich schon gewundert. Ich bin doch nicht blöd. auf alles schießen, was keinen Namen drüber stehen hat. Jawohl, Sir. Und wenn Don Prime dort steht, dann. Ja, passiert halt. Du meinst, wenn alles erledigt ist, dann ja. Erledigen wir den Boss. Ganz genau. Weil wir brauchen ihn jetzt noch für die Mission, um die Hostiles zu clearen und danach, er ist rot. Also man bekommt Alpha. Ja? Ja, ist klar. Ist rot? Okay. Und zwar, wenn du gehst auf General Mercenary, gibt es da einen Unterpunkt, A Call to Arms. Da bekommst du dann für jeden Roten, den du tötest, je nach Crime Stat, kriegst du dann Alpha USD.
Achso, das habe ich gestern mit EPS schon gemacht, ja. Ja, das musst du aber jedes Mal neu machen. Also neu anklicken. Sprich, Primechen ist mit seinen zwei Crime-Stats wahrscheinlich 1000 Alpha USC. Kein Problem, Black. Nachdem ich dich, Retterschwein erledigt habe, wird es für die anderen noch besser werden. Nein, um Gottes Willen. Mann, ich glaube, ich habe es mir gerade überlegt. Ich werde doch nicht niemanden von uns erschießen. Nee, das gehört sich nicht. Nee. What the fuck? Vor allem, was ist, wenn er der eine von den 10 ist? Wir sind alle einer von 10. Das ist ja das Gute. Ich weiß, das war ein Witz. Quantum Drive is out. So, jetzt müssen wir die Beacon suchen. Wo sind wir? Also wir sind jetzt hier an Bord noch zu viert, ne? Ja, okay. Ja, wir haben schon Personal verloren, so wie immer, wenn wir eine Mission machen. Ui. Nein, ich will nicht nach Valar. Ich will die Waffen in den Schaufenstern. Die kannst du dir kaufen? Ich glaube nicht, dass ich mir die kaufen kann. Sie ist ja so groß wie mein ganzes Schiff. Achso, das sind dann Schiffswaffen. Ja, natürlich. Ja, dann hast du bist in die Central Dings gefahren. Ja, ich bin jetzt in die riesen... In den Trading District da. Ja, das ist schön zum Angucken auf jeden Fall, ja. Oh, geil. Ja. Okay, so. Da komme ich gerade nicht hin. Ich suche mir gerade einen Com-Array, wo ich hinkomme, damit ich dann nachher dorthin jumpen kann, wo ich hin will. Teil ist wirklich größer als mein Schiff, das ist ja geil. Ja, das macht auch schön Bumm, wenn man trifft damit. Das glaube ich. So, wir steigen jetzt alle in den Rover und dann springen wir aus der Luke auf die Yacht. Das hat auch was. Wenn das Spiel nicht so verbuggt wäre, würde ich das sogar fast probieren. Wir sterben wahrscheinlich schon beim Einstieg in. Ja, im Rover war ich schon. Also man kann da rein. Echt? Das war so eng. Ja, da ist noch Platz auf der Seite. Also es wird immer so gestort, dass man links und rechts dran vorbeilaufen kann. Okay. Warte. Die Reifen sind so dick. Ja, stimmt, da ist noch Platz. Ja, kannst du ruhig runtergehen. Du kannst da ja seitlich ist der Eingang, da kommst du rein. Ich bin schon drin gewesen. Ich habe mich nur nicht hingesetzt, weil ich Angst gehabt habe, dass ich das Ding starte dann direkt. Ach so, und dann glitschst du raus oder so, ne? Ja, ja, eben, deswegen. Wenn wir jetzt dort ankommen, wo wir ankommen, könnt ihr mich Quantum Tripen dann. Jo, ich sehe meine Retaliator. Oh, sehr gut. Echt, aber es sind noch 40 Kilometer. Was, du hast dein Schiff da einfach zurückgelassen? Also ich sehe sie noch nicht, du musst Adleraugen haben. Ja, ist ja auch mein Schiff, deswegen sehe ich es ja nur ich. So markiert quasi. Ja. Also auf diese Glasfläche trete ich jetzt besser nicht. Ah, sieht schon geil aus. Ach, du kannst draufgehen tatsächlich. Ne? Ja, aber ich traue dem Spiel noch nicht. Ah, oh. Wenn man vor, du schwebst über den Arc gekommen und stehst dann so auf dem Glas, das ist übel. Ja. Zum Glück gibt das Ganze noch nicht in VR, weil ich habe massive Höhenangst. Für mich wäre das gar nicht so. Ich bin so schnell. Was sagt denn keiner was? Ich bin zu schnell. Ich bin gut im Quantum Drive, aber schlecht im So-Fliegen. Da ist er. Da ist ein Roter. Wer ist das? Gut, man kann auch einfach die ganze Zeit. Seine Valkyrie. Das sind hier schon das 3 Schiffe. Also die linke Luke nehmen wir dann, würde ich sagen, ne? Also von der Kilo, oder wie willst du anfliegen? Die linke Luke wollen wir, oder wie? Ist mir egal, so wie du es am besten anfliegen kannst, das Vieh. Ja, dann doch so links, ne? Machen wir kurz einen Weg darüber. Oh, shit, ich hab Schiss. Wenn wir nochmal drauf gehen, dann scheiß ich drauf. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen... Du Weicher. Bin schon da, EPS. Ich deck deinen Popes. Da ist die Ding. Da, bitteschön.
Das ist kein Schiff. Aber wir fliegen nach. Ah. Bewegen wir uns noch? Nein, ich stehe schon neben der Jump. Ich bin schon gleich in der Jump. Ach Gott, ja, uns wurde links angesagt. Wir müssen rechts raus. Ja, ich hätte das Schiff drehen sollen, leichter gewesen, das stimmt. Ja. Hilfe, jemand wubbelt durch mich durch. Da steht aber auch nichts. Die Tür geht wieder zu. Ja. Wahrscheinlich, weil wir alle drei geklickt haben. Genau. Einer klickt und dann raus. Nach dir. Gott, ja, das ist volles Chaos. Volles Chaos, weißt du? Nein, ich finde, wir machen das gut. Dafür, dass wir ja kein professionelles Militärding sind. Noch nicht. Wir sind halt einer von 10. Genau. Das ist der Mut, der zählt. Genau. Entschuldigung. Ich besser schon auf die Fresse gehauen. Das sieht auch mega lustig aus. Warte, geh mal ein Stück vor, ich will mich auch nicht hinpacken. Zack. Es kann immer noch sein, dass wir gleich 20 Mann um die Ecke kommen, ne? Ja, das stimmt. So, soll ich. Auf Licht reagieren die ja wohl noch nicht, wa? Es ist noch einer da, noch ist die Tür zu, es sind noch mehr da. Die laufen? Jetzt vor der Tür. Ja, da kommt schon direkt zu uns drauf, aber er triggert die Tür nicht. Wie die Hellen verstecken wir uns hier hinter. Ist da ein Lift? Wir können da jetzt warten, bis sie alle zur Tür gelaufen sind, dann knallen wir sie ab. Oh Gott, das machen sie. Sie wollen zu uns, aber sie triggern die Tür nicht. Ich hätte eine Granate. Geht das durch die Tür, oder? Aber es muss leider die Tür aufmachen. Wer hat jetzt die Eier und hat die Tür? Wie sie sich direkt alle hinhocken. Ja. Die Schweine, die zielen auf uns. Ja, aber ich krieg die sowieso nicht auf. Nee? Oh. Nein, ich krieg die Tür nicht auf. Das heißt, wir müssen rundum gehen, das geht doch sicher irgendwie, oder? Pass auf, jetzt gehen wir weg, sie geht auf und die kommen wieder hinter uns raus. Eigentlich sicher mal. Wo geht's denn da die Runde? Das müsste da geht's auch irgendwo hin. Nein, geht's nicht. Das ist ein Aufzug. Ja, den kann ich nicht rufen. Oh, da geht's ganz schön abwärts. Das heißt, wir haben ein Problem, wir kommen da nicht. Kommen da nicht rein und die kommen da bist nicht. Ist da runtergefallen jetzt? Nee. Probier mal die anderen, die auch machen. Ob das auch ein Bug ist? Ach, scheiße. Gibt's nicht noch einen Eingang? Andere ja, wenn wir den Aufzug rufen könnten, gibt's bestimmt noch einen Eingang, aber... Ich guck mal, vorne gab's da auch mal noch eine Rampe, glaube ich, ne? Bei dem Pool. Oh, da gibt's noch einen Eingang, sehe ich gerade. Escape, oh. Das ist ein Escape-Pod. Ach shit. Steh auf. Jetzt schauen wir mal, ob man da vielleicht vorne rein kann in die Hangarluke. Ansonsten kann man noch von unten probieren über den Lift, aber der ist sehr verbuggt. Ah, okay. Ich finde die Hangarluke nicht auf dem Flughafen in Singapur. Alles viel groß. Ich glaube, den Hangar kann man von außen nicht aufmachen, oder? Ich kenne leider das Schiff zu wenig, ob da nicht noch irgendwo ein Eingang ist. Ich probiere jetzt von unten. Also im Rumpf unten ist, glaube ich, nichts weiter. Unten nein! Jetzt bin ich auf die. Ich weiß, dass unten ein kleiner Lift ist, den man aufbekommt. Normalerweise. Vielleicht jetzt geht auch ein großer Lift auf, er müsste mehrere haben, das Teil. Boah, das Schiff ist so riesig. Was ist eigentlich, wenn wir die hier hin triggern quasi? Dass sie von der Tür weggehen? Wenn sie von der Tür weggehen, kriegen wir die bestimmt auf. Ja. Ja, das wäre eine Möglichkeit, stimmt, gute Idee. Wo ist denn da so ein Fenster, dass sie mich sehen? Ja, ich glaube, das war nur eine tiefer, ne? Mann, die Karre hier stinkt nur vor Geld. Das ist übel, ja. Die hätte ich auch überfallen, wenn ich die Piraten gewesen wäre. Blecki, hast du schon Erfolg, oder? Ich hab zumindest den Lift offen. Oh shit. Warte, ich will mir das ansehen. Oh, auf der unteren Seite der Lift. Wenn ich den Lift zumache, werde ich wahrscheinlich zerquetscht oder so. Ich glaube, ja. Einfach reinfliegen. So
Das geht nicht, das habe ich gerade probiert. Ah, okay, alles klar, ich sehe es auch schon. Ja, gut, logisch. Und probieren wir mal hinstellen, vielleicht geht's dann. Verdammt, das ist ein normaler Klamottenladen. Das Problem ist, wir müssen das alle machen. Nee, du backst durch den Lift durch. Ja. Ich schnapp mir deine Waffe. Ich bin tot. Du bist tot? Ich bin tot. Wo ist sie hin? Da. Die fällt runter. Ja, aber warte. Nein, sie ist weg, aber man kann sie kurz anwählen. Hier oben ist auch noch eine Waffe, ne? Hier schwebt auch noch was. Das heißt, ich bin wieder weit weg. Ja, was ist das da hinten? Bringen wir den großen Lift von außen auf? Ich glaub nicht. Oh, ich kann mir deine Waffe schnappen. Ja, dann nimm sie dir. Eine gute Waffe, eine wirklich gute Waffe. Was ist es denn für eine Waffe? Eine SMG, ein gutes. Gibt's auch einen Namen zu? Warhawk. Okay. Ja, die hatte ich auch. Ich wollte schon sagen, hey, die ist doch genau die gleiche. Die ist gut, ja. Wow, da habe ich alles richtig gemacht. Ich möchte da nicht in den Lift. Nee, ich auch nicht. Den Lift wollen wir nicht. Also ihr wollt den nicht. Hier nochmal Tür und. Wenn nicht, machen wir uns jetzt einen Treffpunkt aus, wo wir uns dann treffen, oder irgendeine Oberfläche. Ja, also ich würde Levski empfehlen und diesmal fliege ich auch wirklich dann nach Levski. Da stehe ich schon wieder auf der Fresse. Ich auch. Wie die Helden. Schwierige Geschichte, so. Ich claime mir halt mal einstweilen meine Retaliator, damit sie wenigstens gestort ist. Ja, könnte ich doch mitnehmen. Haben wir das Knie angeschlagen. Meine Retaliator wird angezeigt auf Port Olisa. Interessant, tun wir gleich mal wie. Hallo, Eidschorsch. Die Typen sind auch von der Tür weg. Sind sie weg? Aber hier kommst du aber nicht, also die Tür ist halt verbuggt, was soll man machen. Geht die Tür halt auch nicht auf, ja. Aber der Lift ist jetzt da. Echt? Warte. Ach ne, das ist nur der Scheiß, den. Ich habe mal eine Frage zum Rüstungskauf. Der Lift ist da? Ja. Ich habe ihn gerade gerufen. Beim Rüstungskauf? Das gibt ja dir verschiedenste Preise, sage ich jetzt mal. Ja, da steht rechts, wie viel Schaden das vermindert. Da steht 10, 20, 30, das Maximale sind glaube ich 40%, wenn es wahr ist. Der Lift fährt ja nur nach unten und raus. Ist wieder weggespawnt. Gut. Ja, der fährt auch nur runter. Der fährt da, wo wir vorhin schon waren, glaube ich. Nein, da wollen wir doch hin. Okay. Aber der und Lift ist weg. What? So viel Unterschied macht das nicht, wenn du jetzt, ob das 40 oder 20% hast. Thomas, vielen lieben Dank für deinen Raid. Jetzt bin ich erschrocken. Holy moly. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Ist jetzt schwierig hier, ne? Ich habe jetzt auch keine Idee mehr. Ich meine, wir können noch das Schiff weiter erkunden, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, aber das gibt es nicht. Na, was willst du erkunden? Wir haben zwei Wege, durch die Brücke, dazu und der Aufzug, der nicht funktioniert. Na gut, dann. Okay, und wo treffen wir uns jetzt, an welcher Oberfläche? Also der scheiß Lift ist jetzt auch weggebuggt hier. Aber wo ist denn das Feld eigentlich, wenn er da wäre? Ist das links oder ist das hinten? Das ist links. Also wenn du innen stehst, links. Okay. Da stehst du jetzt in der Luft, also auf dem imaginären Lift? Ja, und jetzt eiern die da wieder rum. Ach Mensch. Ach, sehe euch, hallo. Du sagst, wir haben eine Retaliator auf die 10 gespawnt, aber sie ist nicht da. Ja, weil die hier ist, ich sehe sie. Scherzkeks. Na doch, ohne Scheiß, ich sehe da. Ja, ich weiß, dass sie dort ist. Ach so, ich dachte das. Kann auch meine Waffe nicht mehr abfeuern gerade, was ist denn da los? Ich kann nicht noch, aber ich krieg mein Schiff nicht auf. Belastend. Das werde ich nie schaffen, wahrscheinlich, den scheiß Alarm auszuschalten. Oh, der hat den gleichen Helm auf. Die haben alle die gleichen Helme auf. Ja, das sind Piraten. Ja, toll. Nass. Das ist doch scheiße. Das ist zum Kotzen. Ja. Hätte ich jetzt echt. Wir hätten beim ersten Mal nicht sterben dürfen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber. Also. Ja.
Tja, dann würde ich sagen, sammeln beim Schiff, wa? Ja, dann fliegen wir mit der Conny dahin und düsen mit dem Rover rum. Genau. So, soll ich es mal mit dem Aufzug wagen? Nein, da lieber in die seitlichen. Wenn jemand ganz lieb ist, steigt er jetzt in meine Retaliator ein und fliegt sie gegen eine Wand. Gegen eine Wand? Das wird ja wahrscheinlich genauso wenig funktionieren, wie ich in meine Valkyrie reinkomme. Ich krieg die Tür nicht auf. Echt? Ja, es geht. Ich möchte jetzt nicht zu meiner Retaliator fliegen müssen. Ja, die wird ja automatisch gestartet, wenn du dich ausloggst. Also musst du keine Angst haben. Oh. Handschuhe und Zeugs brauchst du. Nicht zwingend, aber wenn du kriegst. Also praktisch. Was war das denn? Da hat gerade einer die Aquila zerstört. Ich bin gerade noch rausgekommen. Das war eine Freelancer. Eine Freelancer ist da am Start. Ja, sag zur Freelancer, ich kann meine Retaliator töten. Der Rover ist noch da. Ich habe ja den Rover. Ja. Flieg mit dem Rover zu mir. Ich bin tot. What the fuck? Der wollte es aber einer wissen. Nein, er hat mich. Mit einer scheiß Freelancer. Der soll bitte auch meinen Rover kaputt machen, damit ich den auch spawnen kann. Oh, nice. Warte, ich setz mich rein, der will mich. Ja, der will. Der hat mich. Ja, er wollte sich das Frameset abholen. Was ist denn das für ein Feigling? Schießt der auf Leute, die ohne Schiff im All rumfliegen? Junge, aber er hat meine Valkyrie nicht beschossen. Ich glaube, die ist gar nicht mehr hier. Ich sehe sie bloß noch. Die wollte halt die Mission da quasi, weißt du? Das ist halt. Ist noch einer von euch hier? Nee, meine Leiche. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Mein Spiel ist gerade ein bisschen buggy. Schaut euch das an. Ich bugge. Gehen wir vom Server runter und gehen wir und suchen uns einen neuen. Ja, ich bugge in der Miss. Ich kann durch. Oh mein Gott, ich kann durch Port Olisar sehen. Ja. Hat sich auch das Problem. Dann musst du nochmal sterben und dann geht's. Na, wollen wir alle nochmal raus und dann auf einem gemeinsamen Server nochmal rein, ja, oder? Ja. Genau. Dann sind wir auch teilweise, glaube ich, alle wieder auf Port Olisar. Ja. Ich bin im Rover, ich bin noch einsatzfähig. Du bist im Rover. Ich bin rausgegangen. Schieß zurück. Ja, dann töte die Freelancer in deinem Rover. Ich arbeite daran. Add a remote turret. Und danach genau. Haben wir meine Retaliator. Ey, davon musst du einen Screenshot machen. Ein Rover im All macht eine Freelancer fertig. Aber das glaube ich nicht. Wie geil ist also, das denn? Also Hauptmenü. Ich bin jetzt Wartungstechniker auf Port Olisar. Warte gerade die Du sollst ins Menü Abluft. Gehen. Aber wenn ich Wartungstechniker bin, ich kann das doch jetzt nicht. Kann meinen Job nicht aufgeben. Zwischen den Wänden, ja. Ja, die Leute zählen auf mich. Ja, das ist das Port Olisar in einem Paralleluniversum. Oh shit, ich bin durchgefallen. Jetzt bin ich außerhalb der Station. Du machst jetzt die Lackierung von außen neu. Ja. Wartungstechniker machen sowas. Ich glaube, mein Bier ist abgestürzt. Verdienen 2000 Alpha UEC im Monat. Das war wohl scheiße. Das hört sich nicht nach viel an, aber es ist ein ehrbarer Beruf. Ein schlecht bezahlter ehrbarer Beruf. Das haben die meisten ehrbaren Berufe so auf sich. Der Tatzel steht in Party Bad Offline. Ja, ich bin aber noch auf dem anderen Server, muss mal noch das Shopping fertig machen. Ja, so mach nur. Ich bin okay. Ja eh ganz am anderen Ort wie ihr. Lass raten. Vielleicht kannst du dann unseren Server joinen und dann... Ja. SMG Part 3. Ey, oder? Ja, natürlich. Ich fahr schon beim dritten Mal. Ich kauf keine SMG jetzt mehr. Nee. Exit Menü. Server jetzt wieder? Nein, ich bin im Hauptmenü. Ich bin auch im Hauptmenü. Alle im Hauptmenü? Ja. Lädt. Ja. Ja. Ja, ja. Gut. Da ist er. Mit was fliegen wir jetzt und wohin vor allem? Na, ich flieg mit meiner Conny, würde ich sagen, ne? Und dem Rover drin halt. Ja. Das Problem ist? Ja,
Ja. Ich würde wahrscheinlich in meine Caterpillar relativ viel reinbringen. Ein Brover jetzt nicht, aber sonst relativ viel. Du kannst auch müsste acht, die andere pflegen. Du kannst auch 8 Merlins in die Caterpillar packen. Das ja. passt? Ja, ja, das passt durchaus. Mining Laser. Was braucht nee, das ist für Schiffe, das ist für Schiffe. Oder ist es, bist du im Shop für Waffenbedarf? Also ich habe jetzt ganz wenig Waffen, aber ich glaube, da muss ich mir noch was Neues suchen, neuen laden. Und vor allem Rüstung hat sie hier. Rüstung? Okay. Also, es gibt nämlich zwei verschiedene Waffen, einmal die zwei verschiedene Läden. Ich nehme an, ich bin im Kleiderladen eigentlich. Im Kleiderladen? Also für die Rüstungen meinst du jetzt? Ja. Ah ja. Etwas Waffen gibt's hier auch, aber nur ganz wenig. Hallo Shop. Gibt's Mining Laser? Okay. Ja, gibt's auch was? Ja, für das Multitool wahrscheinlich. Das gelbe Multitool wahrscheinlich, ne? Oh, keine Ahnung. Arbor MH1 Mining Laser. Und Arbor MH2 Mining Laser. Bitteschön. Ich kann ja mal schauen. Also was genau wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt nach Levski fliegen, oder? Da könnt ihr die jetzt kein Bodenfahrzeug ins Schiff packen können, da auch spawnen. Und das ist total entspannt eigentlich. Es ist halt nur ein bisschen dunkel. Ich habe kein Bodenfahrzeug. Okay, musste ich jetzt claimen, meine Retaliator, aber sie ist wenigstens wieder da. Ich fliege mit der Caterpillar, wer will das? Wahrscheinlich das schnellste Schiff. Ich fliege mit. Ich bin also faul zum Selbstfliegen. Ich muss noch 4 Minuten warten. Port 00. Was machen wir dann, wenn wir die Fahrzeuge in den Hangar geladen haben, der Schiffe? Nicht in den Hangar, wir fliegen nach Levski und fahren dort, hat es jetzt geheißen, oder? Ja. Das ist jetzt. Nur die Fahrzeuge mal ausprobieren. Ne? Expedition mal starten, wie das funktioniert. Brämchen? Ja. Auf 0, 0. Mag sonst noch wer mit? Brauche ich so ein Jacket? Ich fliege mit der Valkyrie. Okay. Ich fliege mit meiner. Ich muss nur schauen, dass ich noch. Ich glaube, so eins nehme ich. Und ich kann sogar sein, dass ich noch ein bisschen. Warte mal. Ich glaube, ich habe sogar noch Cargo in meiner. Caterpillar. Okay, ich kann die Valkyrie nicht spawnen, das heißt, ich fliege mit der Gladius. Da brauchst du ewig. Komm jetzt in die Drake, Caterpillar und Kuris. Ich will nicht in die Caterpillar. Du kommst jetzt in die Caterpillar. Du kannst dich auch vorne dran stellen, wenn du willst. Ich möchte dieses Schiff nicht. Ich kann es nicht mehr sehen, das ist einfach nur hässlich. Ich finde das hübsch. Das ist Design auf ganz hohem Niveau. Ne? Ja. Wir nehmen den langen Körper, klatschen 40 Beine dran und den Cockpit an der Seite. Denn so salty hier. Prime, stehst du auf dem Lift? Ja, dein Outfit macht mir Angst. Mein Outfit? Wieso? Was habe ich? Ein Hut hat einen Hut an. Ah, ja. Der Hut backt durch meinen Helm. Ja, und das Monokel auch. Nicht. Tob dich aus auf dem Schiff. Okay, ich flieg doch mit der Valkyrie. Ich hab die Gladius jetzt gespawnt und dann statt die Valkyrie da. Komm auf die Drake Caterpillar. Ich wette mit dir, die Caterpillar ist schneller dort. Aber hässlicher dort. Ja. Ah, Größe. Das kommt auf die Größe an. So. Ich meine, ich sehe ja ein, was für einen Nutzen dieses Schiff hat, aber mir gefällt es einfach gar nicht. Du hast einfach keinen Sinn für Ästhetik. Ich finde das ein bisschen befremdlich, dass über den Esstisch zwei Bildschirme hängen. Drei. So. Viking, mach's gut. Tschüss. Oh, ja, das ist Caterpillar, ne? 1000 Füßer. Also, Levski und hallo, Mike.
Ja, wir könnten eigentlich die Caterpillar mit allem vollladen. Weil die hatte genug Stauraum, theoretisch. Ja, dann brauche ich aber irgendeinen Außenposten auf, keine Ahnung wo, leck mich am Arsch wo. Da kann ich daneben belanden und dann kann man alles spawnen und alles reinladen. Du hast minimal Fracht noch drin. Ja, ich weiß. Im letzten Container. Ich jetzt nach Lipski. Hier werde ich jetzt dort los und dann können wir weiterschauen. Problem ist, wenn Fracht drin ist, dann kommt man nirgendwo mehr hin. Das ist belastend. Du kannst oben gehen. Da gibt es gelbe Leitern, auf die kannst du raufsteigen. Ich gehe wie Plepp, gehe ich da unten rum. Pfui. Ja, der Weg dadurch ist eigentlich über die mit den gelben Leitern. Ja, man kann das Ding aufmachen während des Fahrens. Ja, kann man. Ich glaube, ich habe deinen Cargo gerade rausgeschmissen. Kannst du nicht. Das geht nicht. Das finde ich schwach, dass das nicht geht. Abgesehen davon, das Cargo ist leider nicht. Das ist mehr wert, als du in deiner Geldbörse hast. Ein bisschen, was da drin liegt. Ich habe nur 20.000 drin, den Rest habe ich in einmal SMGs investiert. Ja, genau. Ja, und das Laranit, was da liegt, müsste ungefähr 40.000 wert sein oder so, 50? Ja, siehste, das geht ja. Jetzt wäre ich fast aus dem Schiff rausgepackt, das wäre witzig. Da fliege ich da einfach rum. Planlos durchs Weltall. Welches ist das größte Schiff, das man zurzeit steuern kann, fragt Job. 890 Jump. Also das, wo wir gerade den Lift nicht bedienen können. Und die Tür nicht aufbekommen haben. Genau. Jetzt sitze ich im vorderen Turm drin, das ist nicht das, was ich möchte. Sie hat einen gewissen Charme, meine Caterpillar, also alle Caterpillars. Ich sage nicht, dass sie nicht schön ist, aber ich sage auch nicht, dass sie schön ist. Ich sage, sie ist zweckmäßig. Das muss ich sagen. Genau. So wie alle Drake-Schiffe. Aber die Wände sind ein bisschen dünn, also... Hast du auch gerade das Weltall gesehen? Ja. Das ist sozusagen das Feature von der Caterpillar. Man kann durch jede Wand durchsehen. Wo muss ich hin, wenn ich mich umziehen will? Der findet das in der Öffentlichkeit nicht lustig. Ich muss einen Seitengang suchen. Und dich hinter einer Tonne verstecken und dich heimlich umziehen. Okay. Mann. F1 und dann auf Arbor gehen. Oder auf Undersuite, also das ist bei... Bist du noch im Schiff? Ich hab dich gerade bei mir vorbeifliegen sehen. Der Equipped André? Manage. Ja, genau, schon da. Oder kannst du dann unequipen. Bist du im Schiff, okay, weil ich hab dich gerade bei mir vorbeifliegen sehen, außerhalb vom Schiff. Ah, ich muss zuerst den Rest an, aha. Jetzt habe ich das Problem verstanden. So, wo ist denn Levski? Quantum Drive is now off. Benutze den Traktorbeam. Jetzt hat's da ein oranges Ausrufezeichen nebendran. Ich suche gerade verzweifelt Levski auf der Oberfläche. Na so. Egal, das ist die Hauptstädte, da haben wir ein spezielles Zeichen da. Wir sind übrigens schon angekommen auf Delama und ihr so? Ich komme jetzt an. Ich hab 29. Ich sag dir gleich, das Landen auf Levski ist nicht besonders lustig mit der Caterpillar. Weiß, ja, das stimmt. Job. Sieht echt gut aus. Ja, echt gut. Boah, da ist ja scheiße kalt. Jetzt seid ihr sicher, dass wir da landen wollen? Oh ja. Ich finde, die Drake hat so viele Crew-Quartiere. Das sind ja 6 Betten. Was soll denn das? Ja, die braucht sie ja auch. Du hast einen Piloten, einen Co-Piloten,
dann zwei bemannte Turrets, einen Ingenieur und dann noch welche für die Traktorstrahlen. Ich hab die Dusche gefunden, wo ist denn das Scheißhaus? Einfach in der Dusche. Alter Schwede. Das ist rustikal. Hier ist der Grill. Welcher Grill? Ja, der ist neben dem Waschbecken. Da packt man radioaktive Brennstäbe rein und darauf stellt man dann den Topf. Da, weißt du, wie heiß das wird? Okay, jetzt kommt jetzt gleich die Landung. Ich arbeite übrigens in Kernkraftwerk. Ah, ja, siehst du, dann weißt du ja, perfekt, oder? Das ist total richtig, was du jetzt so gesagt hast. Ja, ja, das ist, jeder weiß, dass, wenn das nur richtig gemacht ist, richtig heiß da. Ja, das stimmt. Die Strahlung ist natürlich ein anderes Problem, aber. Wird überschätzt. Ja, ja, denke ich auch. Alles, was man nicht sehen kann, gibt's nicht. Nie vergessen. Das kann nicht gefährlich sein. Das sieht nicht gesund aus, ne, Black? Ja, ich weiß, ich hatte gerade einen Bug und habe leider etwas die Wand berührt, aber der Caterpillar macht das zum Glück nicht. Sie wird nur hübscher dadurch. Du wolltest nur mit Autolanding landen und dann hast du es verschissen. Ich lande nie mit Autolanding. Nie. Ja, ja, das war ja aber 1:1 Autolanding da gerade. Ich lande nie mit Autolanding. 1:1, man kennt. Wir haben es alle gesehen. Sei froh, dass da jetzt keine Waffen erlaubt sind. Willst du mich wieder bedrohen hier? Mann, niemals. Ich würde doch nicht unseren Chef bitten. Wo bist du bitte? Ich bin da gerade runtergelaufen. Wohin geht man denn da? Ich bin schon wieder in der Dusche. geh da nicht hin. Es ist viel Spaß beim Rausfinden. Ah, ich bin jetzt im Pilotensitz. Genau, da gehst du jetzt raus. Dann gehst du gerade durch. Dann kommst du dorthin, wo eigentlich die Traktor-Dings vom Strahlen. Wie gerade durch, ist. Da ist eine Leiter. Ach so, da links raus, okay, ja. Da gehst du dann nach rechts und da gehst du Stufen hinunter. Dann kommst du durch den Triebwerksraum. Ach Gott, ich hol dich. Na, warte, ich find da schon raus. Ich kann da ja theoretisch einfach durch den Laderaum rausgehen. Theoretisch ja. Oder da ist irgendwo. Was ist denn da oben? Ich sehe dich leider nicht, deswegen weiß ich nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Ich bin schon wieder auf der Brücke. Ja, aber die Brücke kann ich nicht holen, warte. Es gibt zwei Wege, ich zeig dir den leichteren zum Merken. Wobei leicht ist relativ. Wo bist du? Ah, da, hallo. Ja, ich stehe vor dir. Ja. Da hinunter. Weil ich sehe dich immer noch nicht. Ah, okay. Gehst du am Lift? Ich suche einen Waffenladen auf Laurelville. Ja, der Lift. Hopp. Treffen wir uns bei den Customs oder in der Lobby? Administration Office. Ich gehe jetzt einmal kurz mein Laranit verkaufen. Weil eigentlich müssen wir, glaube ich, in die Lobby für den Landgang. Dann gehe ich mal zur Lobby. Ja, genau. Aber ich gehe jetzt auch zu den Customs, weil wie gesagt, ich möchte jetzt das Lara nicht loswerden. Ja, gut, wir treffen uns in der Lobby. Ich weiß noch nicht, ob Prime jetzt noch bei mir ist oder nicht. Ich beobachte dich mit einem komischen Hut. Das ist mega stylisch. Jetzt gib mal Ruhe. Weißt du, in 200 Jahren wird das jeder so haben. Ich glaube auch, ja. Halb kaputten Hut, halb kaputten Helm. Das da in. Ganz genau. Schauen wir gleich, ob ich meine Retaliator von da claimen kann. Claim. Ich glaube, ich war noch nie auf Levski. Levski ist cool, der Grand Bar da ist echt geil, da gibt es eine coole Bar. Er ist richtig schmutzig, weiß nicht, ob mir das gefällt. Das hört sich falsch an, da ist eine coole Bar. Wenn du noch nie warst im Grand Bar, schau dir das an, schaut gut aus. Aber oh, da ist eine Statue von mir. Wir tun uns noch zuerst synchronisieren, bitte. Nachdem ich mein Laranit verkauft habe. Weiß nicht, wo du schon wieder hingelaufen bist. Ich gehe.
Also ich sitze in der Lobby, da wir ja eh noch warten müssen, oder? Ne? Also nee, in die Lobby wollen wir, okay. Aber es ist zu wenig. Dann würde ich mal einen rauchen geben, wenn wir jetzt eh noch nicht mehr warten. Also ja, okay. Customs Habitations, oder? Nein, wir müssen Lobby. In die Lobby eigentlich. Dann fahrst du und dann tu Lobby. Du siehst mich dann da auf der Bank sitzen. Also bis gleich. Bis gleich. Hallo Prime. Ich sehe dich jetzt. Ich habe gerade einen Lift gerufen und du stehst drin. Nee, das stimmt nicht. Nee. Du stehst bei mir im Lift? Ja, das stimmt aber. So, ich setze mal zu IPS. Ich finde keinen Waffenladen, das Ding macht mich fertig, die Stadt. Ja, nicht nur dich, deswegen versuchen viele Spieler Lorville auszulassen. Gut, ich kann auch einen rauchen. Einfach genießen, dann geht's viel besser. Es ist schön, aber ich suche trotzdem einen Waffenladen. Hat da keine auf dem Spaceport selber? Müsste ich mal da. Ich muss mal irgendwo anders hin, glaube ich. Ich bin auf dem Grand Barter Market. Ich glaube, ich finde die Lobby auch nicht. Macht ja nichts draus. Geht's einfach mal anders, irgendwo anders hin. Ich habe jetzt mal eine Rüstung. Und was brauche ich noch? Ein Gewehr, einen Rucksack und? Ein Miner, ein Handminer. Dann kannst du Handminen gehen. Kannst du auch mal testen. Genau, so ein Ding. Und ein Magazin für meine Waffe. Ganz genau, Minimum eines. Ich bin jetzt glaube ich einmal die Kreis gelaufen oder was? What the fuck? Einmal? Ich bin jetzt dreimal im Kreis gelaufen. Ja, aber ich bin in eine sehr kleine Runde im Kreis gelaufen. Was hat denn der da? You there! You are a person of good taste, I can tell. Jetzt geht aber der Puls von dem ganz schön hoch mit der Richtung. Crypto-Key. Crypto-Keys. Ich sag, ich finde da nie wieder zurück. Nie wieder. So, 20 Kilometer noch. Ja, Rüstungen. Ja, da gibt's auch ein paar speziellere. Ja, das stimmt. So hässliche. Also so schmutziger, widerlicher Kram halt. Ja, das sieht aber nicht schlecht aus. Ah, die kenne ich irgendwo her, das mit dem blauen Augen. Ich verschwinde jetzt hier und gehe irgendwo anders hin und suche mir einen Waffenladen. Keine Lust mehr. So, ich bin wieder da. Willkommen! Bin wieder da. Der Rest auch? Hallo? Ja, jo. Hallo. Ich sehe nur IPS. Ich sehe noch keinen Don Prime. Habe ich nicht gefunden, ich bin jetzt beim Shoppen. Achso, im Grand Barter. Dann hole ich dich mal ab. Nee, lass euch. Schau mal. Oh, jetzt habe ich die Citadel Arms gefunden, da wo EPS seine Rüstung gekauft hat. Genau, da gibt's geile Sachen. Und die Space Nazi Rüstung, oder? Ganz genau.
Oh ja, genau, EPS, wir machen jetzt einen Sit-In. Genau. Ein hübsches kleines Sit-In. Da kann man der VIP-Lounge. Wir sind Assis, wir setzen uns einfach auf den Boden. Ich schau wirklich voll geil aus mit dem Helm und dem Hut drüber. Ich wusste gar nicht, dass man das drüber ziehen kann. Kann man auch nicht, das ist ein Bug. Ah, sehr gut. Das Monokel sieht man, glaube ich, auch durch den Helm, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber eine voll geile Rüstung so. Das ist ja echt ein geiles Schiff. Wow. Was hast du denn für ein Schiff entdeckt? Keine Ahnung. Du fragst mich Sachen. Zwei Riesenteilers. Warte, Space Nazi extra für dich. Warte. Was kommt jetzt? Das ist der Wahnsinn. Ja, warte. Wo ist denn? Also Customize-Möglichkeiten gibt es echt genug, muss man sagen. Da bist du bei dem Schiffshändler? Jo. Dann eigentlich müsste ich ihn jetzt schon aufhaben. Müsste F drücken, ja. Auf das Schiff gehen, dann müsste es eigentlich eine Beifunktion kommen. Wenn du da drauf drückst, zeigt er dir an, wie teuer und was das für ein Schiff ist. Hier ist die Constellation Phoenix. Ah. Ist die Phoenix wahrscheinlich, ne? Bruder. Ja, und hier ist die und das andere ist die Hammerhead. Da kannst du auch reingehen. Aber na gut, ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit langweilen, wie wir hier noch ein bisschen rumdüsen mit den kleinen Fahrzeugen. Leider hat das mit den Missionen heute nicht geklappt. Und ich werde auch für heute Schluss machen und meiner Freundin noch ein bisschen helfen mit dem ARC-Server. Noch ein bisschen testen, dass wir in die Tage dann gewuppt kriegen. Morgen gibt es ein Star Citizen, ja, ein World of Warship-Stream auf jeden Fall. Dann am Abend auch mit Sharky wieder ein bisschen Standardkost zum Liebhaben. Ich sage vielen lieben Dank fürs trotzdem Reinschauen, wenn euch Star Citizen gefällt. Überlegt es auch gut, ob ihr es kauft. Wie gesagt, Alpha. Viele Bugs, viele Fehler. Testen. Und wer weiß, wann es kommt und wer weiß, wie es dann aussieht. Dankeschön fürs Zusehen und bis bald. Ciao.